Achtung, Achtung. We interrupt this program for a special news bulletin. Stop, stop, stop! Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Wie ein Podcast, der nie endet. Das ist das Radio. Wir senden jetzt noch ein, zwei Stunden. Also ich hoffe, du hast noch ein zweites. Geheim ist, dass wir den Gästen nie verraten. Ist gar kein Podcast hier, das ist Radio. Wir sind eine Dauerwerbesendung. 24 Stunden. Wir sind live. Vielleicht sollten wir wirklich mal über einen Internetradiosender nachdenken. Es ist geil. Ja, schon mal spannend. Das ist schon geil. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer Sendung, auf die ich mich persönlich seit langer Zeit freue, denn es ist wieder eine Sondersendung anlässlich des heutigen Ehrentags des Radios. Und deshalb sind wir heute auch der Radio-, Presse- und Medienpodcast voll in die Presse und möchten eine 100-jährige Geschichte des Radios heute beleuchten und feiern und zu Ehren gebührenden Ehren verhelfen. Anlässlich dieses schönen Feiertags haben wir uns den berühmt-berüchtigten Radio- und Fernsehredakteur DJ Belushi eingeladen, der bei einem großen Fernseh- und Radiosender aus dem Südwesten Deutschlands tätig ist. Herzlich willkommen hier bei Voll in die Presse. Hallo, schön bei euch zu sein. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und mich freut es auch ganz persönlich, dass du hier bist, weil wir früher verschiedene wilde Feste zusammen mit dem Sammer gefeiert haben. Mit in der Runde sind dementsprechend auch Herr Sammer, Herr Prollo Ferrari und Herr Beef Rogers, die du ja gerade auch schon kennenlernen durftest. Wir sind hier hybrid unterwegs, teils in Zoom, teils vor Ort im Beefhole. Und ja, warum eigentlich Radio? Also was ist für euch die Faszination Radio? Ich kann da ganz viel zu erzählen, aber ich will hier nicht die ganze Show für mich. Also was hat dich vielleicht, DJ Belushi, dazu bewogen, zu diesem tollen Medium unter anderem zu gehen und da tätig zu werden? Denn unsere Studiengänge verheißen ja eher eine andere Karriere und trotzdem hat es dich dann irgendwie dahin verschlagen. Ja, ich finde Radio toll. Ich finde, das ist irgendwie das unmittelbarste Medium. Das ist das, was ganz nah an den Leuten dran ist, was schnell geht, wo man nicht viel braucht. Im Grunde genommen, wie jetzt auch bei uns, ein Telefon, eine gute Leitung ausreicht. Mhm. Ich finde es cool. Also Journalismus finde ich cool, weil man einfach da sehr neugierig sein darf und sein kann und dafür auch noch gut bezahlt wird. Und Radio finde ich einfach, ist einfach immer sehr nah bei den Leuten und sehr unmittelbar. Ja, da liest man ja dieser Tage ganz viel drüber, und dass Radio eben auch das Medium ist, noch mehr auch als ein Handy, das jemals könnte, was dich unter die Dusche begleitet, dich beim Rasenmähen vielleicht begleitet oder bei der Gartenarbeit. Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch bei einem kleinen Stell-Dich-Ein mit seiner Holden das Radio schon mal laufen gehabt oder wie es auch so schön hieß. Sag mal, erinnerst du dich nicht? Da bin ich abends zu ihr gekommen und sie hatte nichts an außer das Radio. Naja. Du kennst den Spruch noch und den Kollegen, der ihn gesagt hat. Und das ist einfach ein ganz tolles Medium, was, wie du sagst, ganz unmittelbar ins Ohr geht und dich erreicht. Ne? Und was ihr vielleicht nicht wüsstet, das möchte ich ganz kurz hier zum Besten geben. Fast wäre ich auch beim Radio gelandet. Auch ich habe eine journalistische Karriere angestrebt. Und das ist dann leider schiefgelaufen, wie es dieser Tonmitschnitt zeigt. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des hessischen Rundfunks in einem Was war das? Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass man nicht auf den Knopf kommen darf. Entschuldige. Ja, schon damals hatte ich eine Affinität zu diesen kleinen Knöpfen, mit denen sie reden. Und naja, das war dann das Ende meines Praktikums. Also es tut mir wirklich leid. Jetzt mache ich halt einen Podcast mit so vier oder drei anderen Nasen. Und der Sammer, der lacht hier so ganz dreckig. Ne? Der lacht hier ganz dreckig. Aber was die wenigsten wissen, dass auch er sich mal im Radio verdingt hat. Und auch das leider aufgrund dieses Tonmitschnitts gescheitert ist. Antenne Bayern, Johannes Ott, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Lars mein Name. Grüß Gott. Und zwar suche ich einen Titel, der nennt sich Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart. Ja, ich gucke mal. Hauptsache Gladbach 0-0. Dankeschön. Scheiß, langweiliges, drecks, arschgeficktes Spiel. So, das haben Sie wahrscheinlich gerade auch gehört, oder? So, ja. War mein Kollege aus der Sportredaktion. Sehr geil. Ja, also Sammer hat natürlich ganz fachgerecht sein Glück in der Sportredaktion versucht und dann den Regler nicht runtergezogen rechtzeitig. Man muss halt immer den richtigen Ton treffen. Na, richtig, ja. Richtig. Also Sammer, aber es wär eine schöne Karriere für uns geworden, grundsätzlich so, ne? Ja, auf jeden Fall super geil. Also meine Beziehung zum Radio wurde ja vor allen Dingen tatsächlich durch Sport und Musik, Fußball früher begründet. Also das Kofferradio damals mit den ganz dicken Batterien drin, dann mit zum Fußballspielen nehmen. Samstags 15.30 Uhr lief dann Sport und Musik rauf und runter und wir haben gleichzeitig selber gebolzt. Großartig, großartig. Also Radio schon in früher Kindheit ein großartiges Medium. Und man hat ja dann seine eigenen Spiele auch immer so kommentiert, ne? Man hat dann ja auch so, und dann geht er über die rechte Seite und in der Mitte läuft sich Sammer frei und dann müsste er abspielen und so weiter. Also das hat man ja tatsächlich dann auch nachgeahmt direkt auf dem Sportplatz. Der Prollo vielleicht nicht, weil... Nee. Ich hatte auch mal eine Radiokarriere beim Studentenradio und die hat genau 3 Tage vorgehalten und danach, ich weiß nicht, die Leute waren mir alle relativ unsympathisch, die da damals gearbeitet haben. Und ich war wahrscheinlich auch, ich musste eigentlich, gut, das waren ja meine ersten Tage, die Arbeit bestand im Prinzip darin, mit einem völlig veralteten, damals schon Netscape Navigator, irgendwelche DPA-Meldungen zu kopieren und irgendjemandem zum Vorlesen aufzubereiten und da hatte ich irgendwie, ich habe nie den Zugang gefunden. Ich habe tatsächlich, ich höre seit jeher gern Radio und ich habe auch als Kind oder in der Jugendzeit lange immer zum Einschlafen noch Radio gehört, dann so mit Timer. Irgendwie ging das dann nach einer Stunde aus und habe mich dann so in den Schlaf moderieren lassen. Ja, ich wäre ja nicht ich, hätte ich nicht aus dieser Anfangszeit von Prollos Radiokarriere nicht auch einen Mitschnitt mitgebracht. Er hat ja so getan, als ob es das Studentenradio war. Es war eigentlich das Bürgerradio Leipzig, aber hört selber. Ach, ich bin vom Bürgerradio Leipzig. Dürfte ich Sie mal was fragen, bitte? Woher sind Sie? Vom Bürgerradio Leipzig. Was für ein Radio? Bürgerradio. Hast du das verstanden? Ja, verstanden habe ich das, hab nie gehört. Was ist das für ein Radio? Das Bürger. Ist ein Bürgerradio. Ach, Bürger. Wir senden jeden Sonntag Nachmittag von 17 bis 21 Uhr. Böse. Eine Sekte. Ja, dann war er auch wieder raus. Ja. Naja. Also so ist das hier mit uns. Alle haben wir was mit Medien machen wollen. Also bin ja erschüttert, aber ich bin ja, glaube ich, der Einzige ohne Radio-Vergangenheit. Also das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht, mein lieber Beef. Ich hab's befürchtet. Deine Karriere war auch kurz und schmerzlos und hat natürlich mit Beef zu tun. Na? EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelung für Kinder. Gut, habe ich vielleicht ein bisschen blöd getextet. Ja. Hast du aufgeregt? Ist schiefgelaufen. So viel zu unserer Vergangenheit und die Herleitung, warum wir jetzt heute einen relativ kleinkalibrigen Podcast machen und uns die wahren Stars der Radioszene, Redakteur wohlgemerkt, aus dem Südwesten Deutschlands hier ans Mikro holen, um ein bisschen Reichweite zu erzeugen. Also DJ, ich kann mir den Namen nicht merken, Belushi. Belushi. Vielleicht vorneweg, wie kommst du denn auf den Namen? John Belushi? Du bist aber nicht der Typ, den man findet, wenn man den Namen googelt, oder? Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht. Wir haben es vorher gecheckt. Ich glaube, so kriegt man ihn auf jeden Fall nicht gegoogelt. Nee, Freund, den du auch kennst, der Christian, hatte mir irgendwie aus dem Mallorca-Urlaub mal so einen Mitschnitt mitgebracht von einem Paco Belushi. Genau, Belushi. Ja. Und fand das sehr witzig, weil das ungefähr so ein bisschen klang wie die Verballhornung meines Namens, genau. Ja. Und da wir alle mit super Pseudonymen auftreten, fand ich, ist mir auf die Schnelle nichts anderes eingefallen. Ja, aber so einen Typen wie dich erkennt man ja in der Stimme. Das spricht ja für sich. Unverwechselbar. Ich habe tatsächlich als erstes nicht an irgendeinen komischen DJ von irgendwo gedacht, sondern an John Belushi, den Schauspieler. Das war ja einer von den beiden
Blues Brothers. Ja. Und der hatte ja auch noch einen jüngeren Bruder, glaube ich, James Belushi, der auch noch eine längere Filmkarriere hatte. Aber ich habe echt an John Belushi gedacht. Also insofern. Und das Blöde ist, der James Belushi wird auch gerne Jim Belushi genannt. Geht doch noch los, ja. Bei James und Jim im Amerikanischen, glaube ich. Naja, der wird, es ist ja einfach nur die Abkürzung von James. Eben deswegen. Naja, wir werden dem noch auf den Grund gehen. Ich wollte aber trotzdem unseren Experten tatsächlich mal ernsthaft fragen, wie das so, also was das Geschäft so ausmacht. Also Radio oder Fernsehbeiträge, die du dann machst. Also wie weit reicht da deine Arbeit? Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du da auch? Und wir haben ja hier beispielsweise auch einen Redakteur der Geo gehabt, der dann auch einfach ganz spannende Beiträge zu Schleim hat er, glaube ich, nicht selber geschrieben, aber er hat einen Beitrag mal über Parasiten gemacht und er hat auch verschiedene andere spannende Artikel so ein bisschen ausrecherchiert, weil er eben auch Biologe von Haus aus ist. Also was sind so deine Themen vielleicht? Wie weit kannst du die selber beeinflussen und wie machst du dann einfach so eine Sendung oder einen Beitrag, für den du verantwortlich bist? Also das Schöne beim Radio ist, dass du relativ frei bist tatsächlich. Also es gibt Begrenzungen insoweit vom Format her, dass du natürlich nicht Ewigkeiten, also es kommt immer auf die Welle an. Wenn du zum Beispiel für eine Popwelle arbeitest, dann ist es eher ein bisschen kürzer gefasst. Wenn du für eine Kulturwelle arbeitest, hast du eher ein bisschen länger Zeit, aber du bist relativ frei. Im Grunde genommen ist es so, ich mache Wirtschaftsthemen, hier aus dem Südwesten, also bei einer Wirtschaftsredaktion. Du kannst zum einen kannst du Themen anbieten und sagen, hier, Mercedes macht gerade das und das, das wäre interessant für euch. Oder du wirst angefragt und wirst darum gebeten, ein bestimmtes Thema umzusetzen. Ich war zum Beispiel heute fürs Fernsehen unterwegs bei einem großen Laserhersteller hier im Südwesten. Das war ganz cool. Die stellen diese Woche noch ihre Bilanzzahlen vor. Und fürs Fernsehen ist natürlich so eine Pressekonferenz immer ziemlich langweilig, weil es quasi nur so ein Podium ist mit dem Top-Management. Und deshalb versucht man sozusagen immer, eine Geschichte drumherum zu erzählen. Wir waren heute in einem sogenannten Rheinraum, mussten uns also so komplett anziehen, umkleiden und bekamen dann da die Produktion gezeigt, wie diese hochspeziellen Laser, mit denen die wohl EUV-Technik nennt sich das Ganze. Ich bin kein Physiker, der mir das da irgendwie in der Tiefe sehr genau erklärt. Aber mit denen diese Platinen behandelt werden, um da irgendwelche Spezialchips draus zu erzeugen. Das sind so Orte, da kommst du normalerweise als Normalsterblicher gar nicht hin und gar nicht rein. Und das finde ich sozusagen das Coole an meinem Beruf, dass man neugierig sein sollte und sein muss, aber dann für seine Neugierde auch bezahlt wird und an Orte kommt, mit Leuten zusammenkommt, die man sonst als Normalsterblicher vielleicht nicht so, denen man nicht so begegnen würde. Also bei der Maus gibt es ja den Mausöffnertag. Das ist so ein bisschen, da ist dein Job auch der Türöffner, ne, für so bestimmte Themen und Geschichten auch, die dahinter sind, die man sonst nicht ergründen würde. Also ein klein wenig geht mir das tatsächlich hier auch mit dem Podcast so, dass wenn wir so Themen recherchieren, dass man dann so ein bisschen ans Recherchieren kommt und so Sachen ausgräbt, an die man normalerweise so nicht gekommen wäre. Du gehst dann natürlich noch einen Schritt weiter, du gehst dann da vor Ort. Wir machen das oft oder regelmäßig eher aus Zeitungs- und Medienbeiträgen und suchen wir uns das selber zusammen. Und das wäre für mich jetzt mal so die Einleitung für die Kollegen hier in der Runde, so ein bisschen anzuteasern, worüber wir heute vielleicht anlässlich dieses Radios sprechen wollen, was ihr so vielleicht rausgefunden habt, was ihr vorbereitet habt und so ein bisschen das Thema Radio von allen Seiten beleuchtend. Ja, ich habe tatsächlich was rausgesucht, was ich habe wild hin und her recherchiert, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die man angehen kann. Ich habe jetzt was ganz anderes gemacht. Ich habe tatsächlich so 3, 4, 5 Mythen, die man so hat. Auch witzigerweise eine Geschichte, die wir beim letzten Mal, wo wir angeteasert haben, das ist diese Orson Welles Geschichte mit Krieg der Welten. Und da habe ich was zu, aber eher in einem
also nicht direkt drüber, sondern eher in so einem abgedrehten Bereich. Und ich habe noch was zum Thema Musik, weil Radio ist für mich auch ein ganz wesentlicher Teil, ist natürlich Musik. Und zwar da jetzt nicht nur so die üblichen 5 Pop-Doodle-Dinger, sondern eher die Möglichkeit, dass man da auch mal seinen musikalischen Horizont erweitern kann, wenn die Musikredaktion da einen guten Job macht. Ich habe das Gegenprogramm dazu. Ich werde euch nämlich die Radiotheorie eines gewissen Berthold B. näher bringen. Zumindest so auf dem Niveau, wie wir das hier außerhalb des Hörsaals gerne auch machen wollen. Also ich habe zwar einen Beitrag vorbereitet, und zwar würde ich das jetzt nennen, das Radio als Tatwerkzeug. Aber den Beitrag bringe ich dann vielleicht bei der nächsten gemischten Sendung und verabschiede mich hiermit, denn ich bin echt platt, habe noch Corona und muss mich echt mal flachlegen jetzt. Dann, mein lieber Sammer, alles Gute, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ja. Gute Besserung. Macht euch eine schöne Sendung, Jungs. Wie immer einen guten Cliffhanger. Vielleicht darf ich ganz kurz anknüpfen an das, was der Beef sagte, denn ich habe auch tatsächlich Krieg der Welten vorbereitet, beziehungsweise wollte ich es gar nicht so spezifisch sagen. Ich habe ein Radio-Highlight, auch mit vielen Tonmitschnitten vorbereitet. Vielleicht können wir das so ein bisschen Hand in Hand gleich machen. Ja, das kriegen wir hin. Der nämlich auch dieser Tage, am 30. Oktober, 85-jähriges Jubiläum hat. Das passt wunderbar. Und das war ein mythenumranktes Radio-Kunststück. Und die Frage ist, wie sehr sind die Mythen tatsächlich berechtigt? Ich denke mal, in die Richtung geht das ja, bei dir. Es passt sehr gut. Also ich würde dann gleich ein bisschen erzählen, was das eigentlich auf sich hatte und damals vermeintlich ausgelöst hat. Und dann sozusagen nach dem Blick nach hinten habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Blick nach vorne zur Zukunft des Radios. Mhm. Und da muss unser Studiogast sich ganz warm anziehen und vielleicht überlegen, ob er den Job nochmal wechseln will oder ob er es vielleicht trotzdem noch besser macht als das, was ich da gefunden habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch irgendwas, was du noch von dir aus hier heute rüber senden willst über den Äther? Mach's nicht? Ja. Nö, ich lasse mich mal auf das ein, was da kommt. Ich habe offen gestanden nichts vorbereitet. Ja, ist ja wunderbar. Du hast ja heute schon gearbeitet. Wir haben ja den ganzen Tag in der Hängematte gelegen und uns auf die Sendung vorbereitet. Wie fällt Bierkeller durchforstet? Darf ich was trinken eigentlich jetzt langsam? Ja, ich langsam, man soll ja immer. Also das ein, du hast den Sinn dieser Sendung schon erkannt, ist eigentlich eine verdeckte Maßnahme, um einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen gepflegt auch einzuheben. Also aufs Radio würde ich sagen, was hast du denn da am Start? Sag das doch mal. Ich habe ein Stuttgarter Hofbräu Bügel Premium Original. Und drunter steht ehemals königlicher Hoflieferant. Mal gucken, ich mach's mal auf, ja? Jo. Sehr gut. Bei uns gibt's hier von der Riegle Biermanufaktur ein Augustus 8, fruchtig und stark. Ja. Also August der Starke. So, warum eigentlich Jubiläum? Also das Radio ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter als der 29.10., also der Tag, an dem das heute hier gesendet wird. Wir nehmen es natürlich ein paar Tage vorher auf. Aber der 29.10. gilt so als der Startschuss des Radios in Deutschland. Und warum und wieso eigentlich? Weiß das jemand, der beim Radio selber arbeitet? Ist das, gehört das so zur Grundlektüre? Also auch dein Sender ist natürlich ganz weit vorne aktuell, um dieses Jubiläum zu bewerben. Habe ich gefunden, ganz viel. Tatsächlich war es aber wohl der, zumindest dem RBB-nahe Bereich, der da sich hervorgetan hat. Kennst du diese Herkunft des deutschen Radios oder der Geschichte des deutschen Hörfunks? Ja, ich meine, dass in Berlin die erste, wie war das denn, die erste Sendung ausgestrahlt wurde? Genau. Vom Sender Königs Wusterhausen. Oder? Wer kennt ihn nicht? Es war in Berlin am 29. Oktober 1923 wurde die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus ausgestrahlt. Das Voxhaus ist eigentlich ein Platten,
Also das eigentlich war ein Plattenlabel mehr oder weniger. So habe ich es zumindest recherchiert. Und da haben die eben das gestartet, sozusagen ein lizenzpflichtiges, das wird gleich noch vielleicht interessant, ein lizenzpflichtiges Radioprogramm. Erstmals mit Unterhaltungsmusik und Unterhaltungsinhalten. Und ja, man findet bei YouTube tatsächlich einen Mitschnitt, was sie da angeblich gesagt haben. Und das war schon wirklich sehr skurril. Ich glaube, das ist heute ein bisschen fresher als das. Aber das hier war sozusagen die, das Erste, was da über den Äther ging. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren. Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Genehmigungspflichtig? Du musst das einen Antrag stellen, original, einen Antrag stellen, um Radio zu hören, also drahtlos telefonische Dienste in Empfang zu nehmen. Und der Legende nach oder Wikipedia nach war der erste Lizenznehmer oder Rundfunkteilnehmer ein Berliner Zigarettenhändler namens Wilhelm Kollhoff. Der hat die Lizenz sozusagen beantragt, 14 Tage später bekommen, die Lizenz, die Rundfunklizenz Nummer 1, wohlgemerkt zum Hören, nicht zum Senden, und musste dafür latzen. Und der hatte und was, dann so Fahrstuhlmusik in seinem Tabakladen. Ne? Ich glaube, die haben dann da auch einfach so in diesem Voxhaus live Inhalte eingespielt oder auch vielleicht von der Platte gesendet. Der hat das, glaube ich, auch gemacht, um das in seinem Tabakladen dann sozusagen laufen zu haben. Und jetzt mal die Frage, was hat der wohl gezahlt für die Lizenz? Habt ihr da irgendwie so eine Vorstellung, was das gekostet hat? Den Herrn Kollhoff. In Reichsmark? In Reichsmark, ja. 740. Geht jemand höher? Wir machen hier mal gerne Ratespiele, musst du wissen. keine Ahnung, 100 Reichsmark. Okay, also es war 1923, gab es eine Hyperinflation. Ach, ja. Ah, okay. Ich habe zwei unterschiedliche Quellen gefunden, beide sind nicht günstig. Bei dem einen stand 350 Milliarden. Okay. Papiermark und hier in dem Hauptartikel steht sogar 780 Milliarden Reichsmark oder Papiermark. Wahrscheinlich war eine Stunde später. Wenn du den Antrag eine Stunde später gestellt hast, dann hat es schon mehr als verdoppelt. Also war ich ja fast ganz dran, dass mit der Milliarde haben die dann einfach noch dazu geschrieben. Ja. Ich finde es aber witzig, dass tatsächlich gezählt wurde ab der ersten Unterhaltungssendung und dieser ganze Vorbereitungswust, ne, mit Testen und mal so und abgesehen davon natürlich, dass es im Ausland durchaus auch schon Radio gab, das zählt dann nicht zum Jubiläum. Nee, das ist übrigens ganz witzig, auch so beim Film ist es ja, also für diejenigen, die gelegentlich mal reisen und dann so in die Standardmuseen gehen, da hat ja jedes Land bei Film und Radio und Fernsehen irgendwie seinen eigenen Helden, ja, der das dann alles erfunden hat. Die Glühbirne wurde, glaube ich, auch von mehreren Leuten, je nachdem, erfunden. So diese ganze Urtechnik, ja, da ist, glaube ich, nicht unbedingt Einigkeit, wo es denn jetzt herkommt, zumal es ja tatsächlich damals einfach auch vieler einzelner Vorarbeiten bedurfte. Der Tesla hatte damit, also nicht der Elon Tesla, sondern der richtige, der hatte da irgendwie Jahrzehnte vorher auch schon so Grundlagenarbeit geleistet, ja, aber gezählt wird ab dem ersten Musikstück. Ich glaube, das war dann so die sozusagen allgemeine Verbreitung in Dauerschleife, dass dann wirklich ab da Programm gesendet wurde. Du hast natürlich vollkommen recht, das klang eben so witzig, aber das steht hier auch. Am 22. Dezember 1920 fand in Deutschland die erste Rundfunkübertragung überhaupt statt, oder zumindest eines Weihnachtskonzerts durch den Sender Königs Wusterhausen. Also vollkommen gut informiert, unser Herr Prollo. Ja. War, aber das Jubiläum hat man dann schon vor 3 Jahren abgefeiert im Dezember und jetzt hat man sich quasi Neues überlegt. 100 Jahre Unterhaltungsradio. Und so diese Übertragung, das hatte ich noch zusammen recherchiert, ist tatsächlich, also hier wird bei mir noch genannt, der 7. Mai 1895, wo quasi eine erste Rundfunkübertragung vorgenommen wurde über eine Distanz von 250 Metern von einem Physiker, Alexander Popov, ein russischer Physiker, der so eine Art Versuchsaufbau an der Universität in St. Petersburg da durchgeführt hat und hat dann quasi
er hat dann auch die Worte, das waren wohl die ersten Worte, er übermittelte die Worte Heinrich Hertz quasi, also der Entdecker der elektromagnetischen Wellen, und hat diese an eine Empfangsstation gesendet und gilt so als eigentlicher Vater von diesen Übertragungen, jetzt nicht von Sendungen oder Radio als Radio, also eher von der technischen Seite her. Und parallel dazu wird das noch einem Italiener zugeschrieben, Guglielmo Marconi, der wohl insofern ein bisschen schlauer war, weil er die gleiche Versuchsanordnung wie der Popov aufgebaut hat und die sich halt patentieren ließ. Und dadurch ist er quasi derjenige, der dann quasi da tatsächlich ja auch seine Meriten drin sich gesammelt hat. Vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Punkt, er hat dann auch die Technik wohl weiterentwickelt, zusammen mit Ferdinand Braun, und hat da dann auch den Nobelpreis dafür erhalten quasi. Da geht es aber wirklich um die eigentlich technischen Hintergründe, jetzt weniger um Sendeformate oder sonstige Übertragungen von Unterhaltungsprogrammen. Also aber diese Reichweite, die der Popov da hatte mit 250 Metern, die deckt sich ja so ungefähr mit der Verbreitung unseres Podcasts. Also für den WLAN wäre es gut. Und abgesehen davon, finde ich, können wir uns auch sehr gut mit dem 29. Oktober 23 identifizieren, weil wir ja auch eher ein Unterhaltungsmedium sind. Ich wollte doch nur einmal die Gelegenheit, ein bisschen schlau zu schwätzen. Wir unterhalten uns immer gerne mit dir. Genau. Ja, wie gesagt, ich hab's schon angekündigt, oder der Beef eben auch, ein absolutes Highlight der Radiounterhaltung war mit Sicherheit ein Hörspiel, was anno dazu mal von einem gewissen, noch damals, glaube ich, relativ unbekannten Orson Welles gemacht wurde. Der hatte nämlich, ich müsste das jetzt hier alles vorlesen, ich will das aber nicht zu dozentenhaft hier vortragen. Der hatte einige Zeit vorher, ich glaube, das hieß das Mercury Theater, da hat er im Endeffekt so den Regiestuhl und auch die Hauptrollen für alles Mögliche übernommen. Und die hatten halt so die Idee, Radiohörspiele, live eingespielte Radiohörspiele aus dem Theater, zumindest in regelmäßigen Abständen zu senden, hatten so als Auftakt Bram Stokers Dracula dann so vorgeführt und haben sich dann für den Halloween-Tag 1938 oder am Vorabend des Halloween-Tags überlegt, dass sie auch einen absoluten Klassiker der Science-Fiction-Literatur, zumindest heute, von einem fast gleichnamigen H.G. Wells, da fehlt das zweite E, aber dass sie diesen Klassiker im Endeffekt wieder aufbereiten als Radiohörspiel. Und da rankt sich ja wirklich die Legende drum, dass das absolute Massenpanik, wir kommen noch dazu, inwiefern das berechtigt, aber dass das Massenpaniken sogar Selbstmorde ausgelöst haben soll. Der Beef, der Dr. Beef wird das gleich noch fein analysieren und ziselieren. Ich wollte aber euch mal mit auf diese kleine Zeitreise nehmen, weil ich habe mir das gestern wirklich komplett reingezogen, schon vor ein paar Tagen mich damit intensiver beschäftigt und habe am Ende auch noch ein paar tatsächlich ein paar Podcast-Tipps, die jetzt momentan rauskommen, wo man das auch nochmal dann nachhören kann in voller Länge. Also hebe ich mir aber auf. Tatsächlich wurden so viele panische und teilweise in den Selbstmord getriebene Zuhörer erst viele Jahrzehnte später wieder beim ersten Frühlingsfest der Volksmusik gezählt. Ja. Was hat er also gemacht damals? Einfach nur mal so als kleinen Regiekniff. Das Buch ist ja, ne, wie es ist, die Geschichte, da kommen wir gleich noch zu, erzähle ich ein bisschen was drum. Aber der hat sich überlegt, fürs Radio ist das zu langweilig, das einfach nur nachzuspielen. Und der hat sich eines Instruments bedient, was in den 30er Jahren, aber auch später, 50er, 60er Jahren noch total beliebt war. Und zwar dieses hier, das kennt ihr mit Sicherheit. We interrupt this program for a special news bulletin. Er hat also das so dargestellt, als ob es sozusagen live eingespielte News-Bulletins sind von einer Radioberichterstattung, die aktuell stattfindet und zu aktuellen Ereignissen passiert, und hat das relativ clever eingeleitet, indem er am Anfang erstmal so wirklich minutenlang einfach nur so Unterhaltungsmusik, so Gedudel, ne? Da hat er so das Orchester da spielen lassen und die haben da rumgedudelt, und das muss man dazu sagen, das Intro habe ich hier auch mitgebracht.
vorneweg war eigentlich schon klar gesagt, das ist ein Hörspiel, weil hört euch das selber an, das wird daraus eigentlich unmissverständlich klar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. So, und so weiter und so fort. Also das ging ganz normal los wie ein Radiohörspiel. Dann kam dieses Gedudel hier. Und dann hat er das Gedudel aber irgendwann unterbrochen mit sowas. Und den ersten News Bulletin habe ich einfach mal hier rausgeschnitten. Ich glaube, das Zeug ist inzwischen so alt. Das ist, wie gesagt, fast jetzt 85-jähriges Jubiläum auch an Halloween. Bestimmt gemeinfrei, oder? Also mit den Rechten, da kann der Orson vielleicht aus dem Grab nochmal die Faust. Der soll kommen. Und dann ging das so los. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. Also da ist irgendwie ein plötzliches News-Bulletin gekommen, ein Meteorit ist runtergefallen und was vielleicht teilweise diese Panik dann bei manchen tatsächlich und die Besorgnis ausgelöst haben mag, ist die Leute, die halt den Anfang nicht mitbekommen haben, dass das halt ein Hörspiel ist, die schalten ein paar Minuten später, die Musik dudelt und dann kommt dieser News-Bulletin, oh, ein Meteorit ist in New Jersey runtergefallen. Das Original von dem Buch spielt eigentlich in England, er hat es halt rübergebracht in die Staaten und naja, dann haben sie gesagt, okay, schön und gut, wir schicken da mal ein Team hin. Es ist auch ein bisschen, wenn man ehrlich ist, das Ding geht, glaube ich, eine knappe Stunde oder so, ist ein bisschen irreal, dass diese ganzen Ereignisse in dieser kurzen Zeit stattfinden, weil das wird gleich immer dramatischer. Aber sie haben dann immer in immer kürzeren Abständen, immer hektischer dieses Programm unterbunden und dann eine erste Live-Schalte nach Grover's Mill gemacht. Ladies and Gentlemen. This is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. But I can see if the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Okay, also die haben da den Meteorit untersucht in den Farmlands von Grover's Mill. Und dann ja wieder zurück ins Studio geschaltet. Der Beef war ja dabei damals. Wie war das ja für dich? Das war doch dann erstmal ein bisschen sehr aufregend, ja, sehr bisschen runtergekocht das Ganze. Und dann kam der nächste Newsflash. Und jetzt geht's richtig ab, Leute. Schnallt euch fest, sperrt die Kinder weg. Jetzt wird's heavy. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. It strikes him head on. Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods, as far as the gas tanks of the automobiles are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Also auch das ziemlich geil gemacht. Die haben dann einfach, der Typ sagt ja so am Ende, it's coming towards us. Und dann reißt die Live-Berichterstattung vermeintlich ab. Ich habe die Pause jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Die ist im Original sogar noch ein paar Sekunden länger. Und dann kommt er wieder da mit seinem Special Announcement. Oh, wir haben den Kontakt verloren. Und um die Geschichte dann weiter zu erzählen, also sie stellen dann fest, alle sind tot. Alle sind tot. Das kam ein großer Beam of Light. Aliens kam raus mit irgendeinem metallischen Objekt. Haben alle erschossen. Es geht dann in der Sendung weiter. Die schicken dann die Army dahin. 7000 Typen richten dann die Gewehre auf dieses Objekt. Nichts tut sich. Und dann interviewen sie so einen General, der sagt, ah, hier, wir haben die ganzen Maschinengewehre. Die können uns gar nichts. Die Alien Motherfucker, so ungefähr. Also das hat er nicht gesagt. Aber ne, wir sind die Army. Und dann passiert wieder sowas. Sie verlieren den Kontakt und stellen fest, von den 7000 Soldaten haben sie nur noch 126 Überlebende. Die Aliens haben zugeschlagen und jetzt weiten sie sozusagen, sie spreaden über das ganze Land. Aus Chicago gibt es dann Reports, dass solche Objects gesehen werden und das mündet dann, das ist jetzt auch mein letzter Tonmitschnitt, um euch da auf die Reise mitzunehmen, in der ziemlich nüchternen Feststellung irgendeines hochrangigen US-Repräsentanten. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Also die Vorhut einer Mars-Invasion und dann sind angeblich, lieber Beef, die Leute
in Panik geraten. Es muss wohl auch eine Panik gegeben haben, denn der Legende nach hat der Radiosender dann auch so nach einer guten halben Stunde noch mal sozusagen gesagt, das ist alles nur ein Hörspiel, Leute, beruhigt euch. Da gab es dann so viele Anrufe, aber ist es denn wirklich wahr, dass sich Leute umgebracht haben, dass sich Leute in Panik sozusagen sonst wohin begeben haben? Oder ist das tatsächlich ein bisschen übertrieben? Ich habe das natürlich auch recherchiert, aber ich hatte so den Eindruck, dass das auch Kern deiner Recherchen ist. Ja, ich bin so ein bisschen von der anderen Seite dran gegangen und habe da auch nochmal geguckt und bin über einen Artikel gestolpert, der sich dann auch auf ein bisschen weitere Presserecherche etc. bezieht. Und was ich ganz spannend finde, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, was du ja auch schon angeteasert hast, mit der Zukunft des Radios, was da geht das nämlich jetzt auch hin. Also hier geht es eigentlich darum, dass da darauf hingewiesen wird, dass diese Radioübertragung einer wirklich geschickt umgesetzten Hörspielvariante des Science-Fiction-Romans Krieg der Welten oder War of the Worlds eine Massenpanik ausgelöst haben soll. Die nennen das hier jetzt eher so ein Mythos, dass also viele der Leute, dass der Zuhörer den darin geschilderten Angriff der Marsianer für real hielten. Die stellen genau dieselben Fragen. Also auch das Timing, was du da eben angesprochen hast, ist natürlich eins, dass die plötzlich kreuz und quer unterwegs sind und da ratzfatz mal eben dahin fahren. Und das alles innerhalb einer knappen Stunde. Zum Zweiten sagen die halt demnach habe auch nur ein geringer Teil der US-Bevölkerung die Sendung überhaupt gehört. Also von einer landesweiten Massenpanik, wie es in der zeitgenössischen Boulevardpresse beschrieben wurde, könne allein deshalb schon nicht die Rede sein. Es waren aber wohl laut dem Sender CBS zufolge ein paar Zuhörer, die irritiert waren. Und es hat auch einige wenige gegeben. Die haben wohl auch Anrufe während der Sendung gehabt. Das waren wohl auch mehr als bei sonstigen Sendungen, aber jetzt eben nicht eine Flut von Menschen, die da plötzlich völlig panisch angerufen haben oder sonst irgendwas sind. Und es gibt tatsächlich laut der Aussage hier auch keine Belege für Suizide und Menschen, die angeblich mit einem Schock behandelt wurden. Da gäbe es tatsächlich nichts zu finden in irgendwelchen Berichten oder sonstigen Dingen. Und was ich ganz spannend finde, und das ist eben die Verknüpfung, die ich ebenso angesprochen hatte für deinen Teaser der Zukunft des Radios, also sprich, wie geht's mit solchen Medien weiter? Die vermuten jetzt hier eher, dass es ein Versuch der Presse war, das junge Konkurrenzmedium Radio eher als gefährlich zu brandmarken. Also sprich, dass die Presse ihre Pfründe so ein bisschen schwinden sah und da dann einfach versuchte zu sagen, okay, Radio ist eher eine schlimme Sache. Gefährlich. Eher gefährlich und da kann dir sonst was passieren. Hat jemand Internet gesagt? Ja, genau. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass also quasi das eher von der anderen Seite, dass also die Presse das eher dramatisch überhöht hat, um eben da eher Angst vor dem neuen Medium zu schüren, was ja quasi später oder was ja eines der Leitmassenmedien dann ziemlich schnell wurde. Oder das, es war ja auch letzten Endes, Radio ist das erste elektronische Massenmedium, definitiv. Also, und das ist schon, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz. Das ging ja immer so, auch dann in den späteren Jahren, wo dann das Fernsehen aufkam, dann wurde ja auch gemutmaßt, dass dann die anderen Medien oder im Internet und sonstige Dinge, also, und wo man noch zeigt sich ja, dass die Dinge parallel laufen, wobei jetzt schon auch im Moment Entwicklungen sind, die sich da schon in verschiedene Richtungen drehen. Also ich bin mal gespannt auf deine Zukunftsausblicke auch vom Radio, aber das finde ich ganz spannend hier, dass das tatsächlich, dass es da wohl eher eine Überhöhung gab im Interesse, in Anführungsstrichen, der Presse althergebrachten oder althergebrachten Medien, die da plötzlich eine Konkurrenz sahen, die ihnen dann nicht ganz so richtig war. Das ist eine schöne Brücke, muss ich sagen, weil wenn man heute so an Radio denkt, dann denkt man natürlich, also wir sind romantisch, wir lieben das Radio, das haben wir hier schon zum Besten gegeben, aber es ist ja an und für sich jetzt der alte Scheiß, ne? Muss man sagen. Ich glaube, es ist nie tot, man wird es nicht tot kriegen und deswegen vielleicht nochmal unseren Special Guest hier anguckend, virtuell. Lebt auch noch. Ist das, genau, das Radio lebt noch, du lebst noch und wie empfindet man das, wenn man so bei den alten Medien arbeitet, was ja heutzutage schon alles. Natürlich gehen die mit der Zeit, die haben ganz viele Formate, die eben auch tatsächlich das, würde man sagen, positiv aufgreifen. Aber es ist halt nicht TikTok und es ist auch nicht sozusagen
das, was vielleicht da noch kommen mag. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich sehe es wie ihr. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin mit Radio auch groß geworden und von daher passt es für mich. Ich käme mir irgendwie komisch vor, jetzt irgendwie TikTok oder Multimedia, was es da sonst noch gibt, Videos zu drehen. Als Sender, als Haus versuchen wir das natürlich auch, weil natürlich das Problem ist, das ist aber im Fernsehen noch viel mehr, dass natürlich die Hörerschaft, die Nutzerschaft der Leute altert und dass junge Leute Medien anders sich zu Gemüte führen. Also wie gesagt, im Fernsehen ist das ganz brutal, weil die Zuschauerschaft, ich glaube, in unserem dritten Programm der Schnitt bei zwischen 60 und 70. Und da ist sozusagen, man hat sich früher mal darauf verlassen, dass die Leute, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, dann schon zum Fernseher greifen. Aber wenn ich das nie erfahren habe, nie so sozialisiert bin, dann wird es nicht passieren. Das heißt, irgendwann bricht es ab. Das ist wie so eine Supermarktkasse. Ja. Irgendwann laufen die Leute vom Band runter und dann kommt nichts mehr nach. Und da wir als öffentlich-rechtliche Gebühren finanziert sind, brauchst du ja auch immer eine gewisse Rechtfertigungshaltung. Also ich sag mal, ich bin im Moment damit noch fein, weil ich glaube einfach nach wie vor finde, dass da wahnsinnig viel Potenzial drin steckt. Und weil sich ja jeder auch an Momente, also ich genieße zum Beispiel auch die Fußball-Bundesliga am Samstag, wenn da so ein Kino im Kopf entsteht. Mhm. Ich finde den Deutschlandfunk beispielsweise ein super Medium. Ja. Ich finde insgesamt, dass du auch bei Hörfunkinterviews, es kommt sehr auf den Inhalt an, jetzt wo ich auch Fernsehen mache, das Bild ist so eine starke Komponente, dass du da immer vom Text her eigentlich Sachen wegstreichen musst, weil das Bild so stark ist, als Reiz. Beim Radio hast du ja quasi die Stimme, hast du die Inhalte und den Text und ich finde, du kommst sehr nah an. Du bist beim Radio halt anders als beim Fernsehen tatsächlich in der Lage, irgendwie Multitasking zu machen. Ich kann nicht gut Fernsehen schauen, also dann mache ich im Endeffekt Fernsehen wie Radio und dabei Zwiebeln schneiden, aber ich kann wunderbar weil du so weinen musst. Ja, rote Rosen, wie das heißt, gucke ich dann immer. Nee, aber Radio ist halt wirklich ein treuer Begleiter und der hindert dich nicht an anderen Dingen. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass diese Konkurrenz durch TikTok und Co. und YouTube, wo wirklich unsere Kids, die schauen ja kein drittes oder auch kein erstes Programm. Die streamen ihr Zeug, wenn sie was schauen wollen, eine Serie. Und ansonsten konsumieren die Informationen über YouTube, TikTok und Co. Aber das Radio, was du eben so ganz beiläufig hier und da laufen hast, das empfinde ich selber als jemand, der in den letzten Jahren komplett vom linearen Fernsehen weggekommen ist, nach wie vor als extrem wertvoll. Also ich habe beispielsweise in meinem Küchenradio WDR 5 morgens laufen. Und was ich da alles beiläufig an Informationen aufnehme, das kann ich mir gar nicht aktiv in derselben Zeit anlesen und in einer Zeitung oder in derselben Zeit gar visuell per Fernsehen konsumieren. Im Radio geht das. Und dann steige ich ins Auto vielleicht und dann setze ich das fort. Da habe ich heute auch ein ganz wahnsinnig coole bei Cosmo Radio oder WDR Cosmo heißt das jetzt, so über so Musikrechte von Filmen. Bei Filmen, das war so eine, die hat das dann erzählt, wie kommt das eigentlich zustande, wie kriegt man so bei einem Film, wie kommt man da an die Rechte. Und dann fahre ich dabei Auto. Und ich laufe nicht Gefahr, irgendwo gegen Baum zu fahren, weil nur meine Ohren übernehmen das. Und das Kino entsteht trotzdem, aber es lenkt mich nicht von anderen Tätigkeiten ab. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Radio eine viel größere Chance hat, auch noch 100 Jahre weiter zu existieren. Mit diesem, weil es nur diesen einen Reiz belegt im Vergleich zum Fernsehen. Das Witzige ist ja, dass gerade das, oder ich sag mal, der Neandertaler-Zweig des Radios, das Beste der 80er, 90er und von heute, oder wie man das inzwischen sagt, da würde ich jetzt tatsächlich eher erwarten, dass dieser Bereich ausschippt. Also wenn man nicht gerade im Auto gefangen ist und das Handy vergessen hat, das lässt sich ja hervorragend durch Spotify und Konsorten ersetzen. Mhm, wenn, genau. Weil die Musik ist im Radio ja immer schlechter als deine, weil ne? Es sei denn, du möchtest halt überrascht werden. Ne? Da ja, empfehle ich mal ehrlich, Radio Cosmo oder ja, Cosmo das, Radio. Das ist das stimmt. Ja, da würde das ich kennst du halt alles nicht, was da läuft, aber findest du es vielleicht trotzdem cool. Da würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen, aber wenn man, ich sag mal, die Senderreihe von oben anfängt,
Für eins live bin ich jetzt inzwischen, glaube ich, auch zu alt, so wie diese Leute da reden. Aber ne, es ist ja gerade, man lernt ja gerade nichts Neues kennen, sondern im Grunde das Gleiche, was irgendwie am Tag davor auch schon lief, um die Zeit gefühlt. Und da ist tatsächlich, finde ich, so das Spannendere am Radio, ja, fast schon das gesprochene Radio. Also zumindest nicht so die Dudelmusik, weil die kann man tatsächlich besser ersetzen. Und gerade so die Beiträge und gerne ja sicherlich auch mal unbekannte Musik oder Musik, die man jetzt nicht so vom Algorithmus empfohlen bekommt. Genau. Da bin ich völlig dabei. Das unterschreibe ich so mehr oder weniger blanko, weil das ist auch, also ich glaube hier so das Beste von den 80ern, 90ern und dem ganzen Driss, das ist tatsächlich das, was aussterben wird und was ganz ehrlich, wo man auch überhaupt keine Tränen nachweinen muss, weil das ist im Prinzip nur Retro-Scheiß, das ist im Prinzip auch tatsächlich, da wird nur überprüft, wer, also quasi immer nur der größte Haufen wird noch ein bisschen größer gemacht, in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich unfassbar langweilig. Und der Witz ist bei Radio, das finde ich zum Beispiel das Spannende, dass man da eben wirklich, indem man noch andere Dinge tut, neue Sachen entdecken kann. Da hat man sonst nur ganz wenig Möglichkeiten, sei es wie eben hier angesprochen über WDR 5 oder WDR Cosmo oder Deutschlandfunk, also dass man einfach Themen bekommt, die auch aufbereitet sind in 5 oder 10 Minuten und die da diskutiert werden, wo man auch eine Ruhe hat. Also das ist halt auch was. Das ist ja auch das Problem bei Instagram, TikTok und dem ganzen Tralala, dass die Zeitspanne da ja nie ausreicht. Die Aufmerksamkeit ist ja viel, viel, viel kürzer. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer es gesagt hat, ob es mal Einstein war oder sonst irgendwas, aber es gibt für jedes komplexe Problem eine einfache Lösung, die ist immer falsch. Und das ist der wesentliche Punkt, also dass man da einfach Zeit hat, Dinge zu erklären und Dinge zu verstehen oder zumindest ein bisschen einzudringen. Und die andere Seite, und das finde ich halt auch noch sehr spannend, weil ich halt tatsächlich gerne Musik höre und nicht immer nur die gleiche Musik höre, das heißt die Hits der 80er, 90er und 2000er oder sonst irgendwas, die ich jetzt schon bis zum Erbrechen ohnehin kenne, sondern dass man da über eine gute Musikredaktion immer wieder in bestimmte Bereiche geführt wird oder aber dann bestimmte Sparten, Sender und Musiksender sich übers Internetradio sucht, die halt genau grob in eine bestimmte Richtung liefern, da aber deutlich umfangreicher unterwegs sind. We interrupt this program for a special news bulletin. So, ich muss jetzt mal ganz kurz eine Lanze für unseren Studiogast hier bitten, der DJ Belushi. Der ist natürlich groß geworden mit den Hits der 80er, 90er und von heute. Deswegen wollte ich ihn vielleicht mal fragen, wenn du davon irgendwann die Nase voll hast, was sind denn so Medieninhalte, die du schaffst, für die du verantwortlich bist, die dir richtig Spaß machen? Also was für Features oder was für Stories, Beiträge, in welcher Form auch immer, reizen dich? Sind das so diese, du sagst ja, du bist vor allem in der Wirtschaftsredaktion tätig, sind das so die Sachen, wo du selber was lernst, wo du selber Einblicke gewinnst, die du und dann natürlich auch deine HörerInnen da sozusagen ein bisschen schlauer machen? Ja, das ist ja sozusagen der Anspruch, dass man irgendwie am Ende schlauer aus der Sache rausgeht und sozusagen das, was man an Mehrwissen gewonnen hat, auch den Hörern transportiert. Ich sag mal, Wirtschaft ist jetzt vielleicht nicht immer das durchweg emotionalste Thema. Ich habe ja ursprünglich mal angefangen in so einem Regionalstudio und wenn da irgendwelche Unglücke waren oder so, aber wenn man als klassischer Polizei- oder Gerichtsreporter unterwegs war, das waren sicherlich Sachen, die Leute emotional häufig mehr gepackt haben. Neugierig zu sein und Sachen kennenzulernen und die dann auch noch zu transportieren, ich finde, das ist was über Radio ganz gut funktioniert. Ich bin ja total glücklich, dass ihr alle so voller Liebe von diesem Medium spricht. Man muss halt immer unterscheiden. Also wenn man draußen ist, mit den Leuten spricht, dann wird man häufig, man sagt, man ist für den Hörfunk, fürs Radio unterwegs, wird man häufig mit der Musik identifiziert, weil das natürlich sozusagen ein ganz wesentlicher Bestandteil der allermeisten Programme ist. Ich selber habe mit Musik, das ist eine eigene Redaktion. Und ich finde, das sind auch feine Leute, wenn die mir Mehrwert liefern und das eben nicht immer more of the same ist. Ich selber mache halt Wortbeiträge und finde das halt einfach auch wichtig, da einfach Botschaften oder beziehungsweise Nachrichten, Beiträge zu vermitteln. Ich kann mich selber noch erinnern, als ich klein war, da gab es noch richtige Reisereportagen am Radio. Kann ich mich noch erinnern, wie einer erzählt hat von Hongkong und wie da so ein Monsun rübergegangen ist in die Stadt und dann alles, also und wie, wenn dann mit so Tönen
und so der Sprache und so ein Film im Kopf entsteht, das finde ich, das ist auch was, da nimmt mich Radio wahnsinnig mit. Und ich kriege eben nicht alles vorgekaut, sondern ich muss mir sozusagen in Teilen ja auch meine eigene Gedankenwelt machen. Und das, finde ich, ist eine große, große Stärke an dem Medium. Und letztlich, das, was wir jetzt hier oder was ihr ganz toll macht, nämlich Podcast, ist ja sozusagen so eine Art Rückbesinnung. Als Podcast hochkam, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre, das ist tatsächlich ein gelebter Jugendtraum, sage ich dir ganz ehrlich, das ist wie Piratenradio. Früher hatten wir diese Möglichkeiten nicht. Ich hatte zumindest die technischen Fähigkeiten, nicht so eine Welle zu entern und da irgendwas zu senden. Aber dieser Gedanke des Piratenradios, der ist doch dem Podcasten irgendwie inne. Der steckt da irgendwie drin, dass jeder Mann, jeder Frau, wer auch immer, kann zu jedem Thema eine Welle aufmachen und einen Kanal anbieten und Inhalte von sich geben, auf eigene Verantwortung und dann natürlich auch mit unterschiedlichem Erfolg. Aber dass wir hier sitzen, den ganzen Scheiß aufgebaut haben und unseren Scheiß quasi dann auch an Mann und Frau da draußen, eine unbekannte Größe irgendwie ja auch versenden können über alle einschlägigen Portale, das alleine ist schon ein ziemlicher Kick, muss ich sagen, ne? Also vielleicht bei so einem großen Radio, wo man dann so neidisch drauf guckt, die vermeintliche Interaktion mit den Hörenden, das habt ihr ja viel stärker, ne? Die sind dann ständig da, die können da anrufen, live in die Sendung. Und das sind ja auch tolle Sachen so zum Hören, dann, wie die das dann immer schaffen, so ein Gespräch auch ansprechend zu gestalten oder aus diesen kurzen Anrufen sauber rein und sauber rauszukommen. Also gerade auch diese Call-in-Talkshows, wo dann, sag mal, Bürgerinnen da irgendwie auch was zur Flüchtlingsdebatte beitragen können. Und das muss natürlich auch ein bisschen vorsortiert sein, dass das jetzt nicht ganz ausartet. Aber das ist schon auch cool gemacht, so, ne? Das hat der Bertolt Brecht nämlich auch gesagt. Na dann. Vor über 90 Jahren. Der hatte nämlich auch, sitzt er da, stellen wir uns den mal vor, wie er an seinem Schreibtisch sitzt, ist ja Dramatiker auch gewesen, wegen Kultur und so, und saß dann da und dachte sich, das mit dem Radio, das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich, ich will es mal hier zitieren, es war halt ein Distributionsapparat. Und der gute Brecht hat sich das eher so als Kommunikationsapparat vorgestellt und dachte sich, ja, das ist ja schön, dass jetzt hier der Staatsfunk sendet. Oder der Volksempfänger war glücklicherweise noch nicht. Die Phase kam dann später und die war ja auch äußerst unschön. Aber da der gute Mann auch so ein bisschen politisch aktiv war und so ein bisschen der, glaube ich, auch Arbeiterbewegung rumwurschelte, war halt für ihn der Gedanke eher so ein Defizit, dass einfach eigentlich das Radio erst Sinn macht, wenn man sich darüber auch austauschen kann. Hinzu kam dann auch, wie er feststellte, dass erstens nicht die Öffentlichkeit auf den Rundfunk gewartet hat, sondern der Rundfunk auf die Öffentlichkeit wartete. Sprich, das Radio gab es halt einfach, weil es ging, ja. Und plötzlich gab es dann, wie er sagt, die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. So, sprich, er sagt dann auch, also aus dem Lieferantentum rauskommen und die Hörer als Lieferanten organisieren. Das ging tatsächlich komplett in die andere Richtung, weil sich nämlich nicht nur die Publizisten, sondern auch der Staat dachte, ja Moment, da könnte ja jeder kommen und dann sehen wir mal zu, dass eben nicht jeder kommt und tatsächlich auch relativ zügig, also die Preise für Sendegeräte einfach künstlich erhöht wurden. Also damals war es wohl technisch eher so, dass der Unterschied zwischen Empfänger und Sender gar nicht so groß war und man da so ein bisschen durch Löten tatsächlich sich hätte einen Sender bauen können. Und das hat der Brecht, das ist so ein bisschen über seine Werke verteilt, hat sich das irgendwie auch gedacht. Dann ist das Thema aber tatsächlich in der Versenkung geschwunden und witzigerweise kam das Interesse, das größere Interesse an diesem Theorieapparat tatsächlich erst in den 70ern wieder auf, also in den 1970ern als quasi Radiobewegung von unten, wo sich dann wirklich nochmal Leute UKW-Sender besorgt haben und so ein bisschen rumgefunkt haben. Und das ist ja auch die Phase, wo man eher so das Bürgerradio verortet. Also vielleicht nicht das aus Leipzig, was wir da eben gehört haben, aber das war ja, da war es dann tatsächlich soweit. Das Radio gab es also schon und Brechts Gedanken, ja, die da sehe ich jetzt eher, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, die Parallel zum Internet. Ja, es hat halt lange gedauert und es passierte nichts.
Und ja, jetzt plötzlich sind wir in der Situation, wo wir nicht nur alles hin und her senden können. Im Gegenteil, wir sind wahrscheinlich froh, wenn mal nicht alle irgendwas sagen. Und ja, die Theorie hat halt tatsächlich ein halbes Jahrhundert auf ihre Anwendung gewartet. Das fand ich äußerst interessant. Übrigens, der Gedankenanstoß kam jetzt hier auch passenderweise aus einem Podcast, der heißt oder hieß Lakonisch Elegant von Deutschlandfunk Kultur. Der Beitrag ist jetzt auch schon wieder über 3,5 Jahre alt. Und ja, also tatsächlich kommt jetzt trotz oder wegen Internet der Boom der Podcasts wieder, ja. Also das oder schon lange wieder. Das ja, schon fast wieder rum. Ist also ja schon fast wieder too much. Ja, das wird sich zeigen, ja. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Du sagtest, wir sind mal froh, wenn mal nichts gesagt wird. Also dieser Overload, das ist vielleicht das größte Kriterium, was gegen diese ganzen nonlinearen Medien spricht und was für Fernsehen, aber insbesondere auch Radio spricht, ist, dass du halt du kriegst das, was halt läuft. Du bist nicht ständig in dieser Versuchung, wie bei TikTok, gefällt mir nicht, wegwischen. Oder bei YouTube, gefällt mir nicht, klicke ich auf den weiterführenden Hinweis oder auf den weiterführenden Videolink. Sondern du bist, ob dich das jetzt interessiert oder nicht. Manchmal denkst du auch so ein Thema, wenn du es dir aussuchen würdest, höre ich mir nicht an. Dann wird es dir quasi aufoktroyiert, weil es halt so beiläufig im Radio läuft. Und dann ist man hinterher froh, dass man sich da mal die 5 Minuten die Ohren aufgemacht hat und doch mal dem gewidmet hat quasi. Und das ja dann relativ beiläufig. Und das ist noch das Schöne. Du musst ja gar nicht irgendwas abbrechen oder so. Du wirst auch nicht rausgerissen. Anders als bei YouTube. Da klickst du dann eine Stunde da durch die Videos, hast eigentlich nichts gelernt, nichts gefunden, was dich richtig interessiert hat, hast aber dabei auch nichts anderes mehr gerissen. Ne? Das ist so für mich echt nach wie vor die große Stärke beim Radio. Das Beiläufige. Ja. Also uns wirst du da nicht verlieren am Hörer. Das kann ich dir schon mal garantieren, mein Lieber. Ich glaube, der Vorteil ist ja auch, dass du, also ich glaube, wir müssen in unserem täglichen Leben so viele Entscheidungen treffen. Und dass dir sozusagen da was serviert wird, das kann ja sehr entspannend sein auch, weil du eben nicht dich für das Video oder auch von mir aus den Podcast entscheiden musst, sondern weil, wenn man Glück hat, da einfach schlaue Menschen sitzen, die für dich eine Art von Vorauswahl treffen und dich so ein bisschen an die Hand nehmen und durchmanövrieren. Und ich finde, das ist ja auch was sehr Behütetes ein Stück weit, ne? Wenn man das gut macht und verantwortungsvoll macht. Ja, gerade letzteres ist aber der wesentliche Punkt, weil da sind wir dann ein bisschen bei der Diskussion mit öffentlich-rechtlich, privat, wer finanziert den ganzen Battle? Da ist natürlich bei vielen Themen, und man sieht es jetzt ja quasi auch in dem freien Internet oder in dem freien Social Media, wo jeder sich austoben kann, wenn dann ein Elon Musk seinen X da irgendwie in eine bestimmte Richtung drängt und da alles frei macht, dann kommen ja eher die Aufreger und die ganzen Hirnverbrannten, die Zeit haben, jeglichen Scheiß rauszuposaunen, fallen halt mehr auf, weil es halt einfach mehr Krawall hergibt. Das ist ja immer das Problem. Dass Dinge, die viel Krawall hergeben, dann auch irgendwie gesendet werden. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen mediales Problem. Ich sag's jetzt mal ganz allgemein, also von Zeitung über Radio bis Fernsehen natürlich auch. Wenn 2 Demos laufen und 100.000 stehen irgendwo und demonstrieren für den Frieden und auf der anderen Seite sind 500, die Radau machen und alles kaputt schlagen und irgendwie für Rechte oder für die AfD oder für wen auch immer, na gut, Rechte, AfD ist dasselbe, demonstrieren, dann werden wahrscheinlich die 500 länger gezeigt als die 100.000. Das ist dann leider so, dass da auch so ein bisschen Krawallorientierung ist, letzten Endes, weil es auch natürlich bis zu einem gewissen Grade eben auch eine Ware ist, die Nachricht oder die Information. Das ist so. Auf der anderen Seite eben, und das ist eben das Schöne, gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass eben dieser Druck, sich immer nur dem zu beugen, was dann quasi beauftragt wird, noch nicht so groß ist. Also dass da die Zwänge noch nicht so stark sind. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, der noch wichtig ist, ist eben die vielen kleinen Sender und die irgendwie nur ihre Musik senden oder ihren Kram senden.
Die haben natürlich den Vorteil, sie müssen sich auch an keine Formate und müssen sich an gar nichts halten. Die können halt irgendwie, die können ein 12-Minuten-Stück bringen und können ein 25-Minuten-Stück bringen und können irgendwie Free Jazz bringen und können sonst was bringen und müssen nicht immer unter 3,5 Minuten Musik bleiben. Und das ist ja vielleicht auch so ein Brückenschlag zu neueren Medien, nämlich dem Internet. Also Internetradiosender gibt es ja noch und nöcher. Und wenn man so Apps benutzt, um Radio zu hören, was ich häufig tue, im Ausland vor allem, dann entdeckt man da Radiosender und Spezialformate zu wirklich jedem Musikstil, garantiert kannst du das finden, oder auch zu jedem anderen Thema. Und die senden dann halt einfach munter drauf los und wahrscheinlich haben die dann auch nicht diese Zwänge, dass sie da halt, weil das, ich schätze mal, einigermaßen günstig ist, das zu versenden, das dann zu machen. Und noch dazu, und das finde ich auch wiederum geil, du hast eben gesagt, der erste Radiobeitrag hatte eine Reichweite von 250 Metern. Ich bin Anfang der 2000er Jahre, da 2003 mal durch Australien gereist, nachdem wir unser Examen da in der Tasche hatten. Und da haben wir so einen Radiosender gehört, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Fand den super geil. Und dann durch Internetradio, ein paar Jahre später bin ich dann drauf gekommen, geil, ich kann den jetzt auch hier in Bonn hören. Ja, ist nicht mehr ganz das Feeling wie in Sydney, aber es war trotzdem ziemlich geil, nochmal in diesen Sender reinzuhören, weil wir den halt ständig im Auto bei unserer Rundreise gehört haben. Mhm. Und du kannst wirklich nochmal auch in so einen anderen Kulturkreis über das Radio da eintauchen. Kannst natürlich auch durch andere Sachen, die im Internet geht ja alles, aber eben auch durch das Radio. Wenn die dann da live aus Canberra, Sydney, whatever senden. Das finde ich auch ganz cool, wie das dann halt so sozusagen sich weiterentwickelt hat. Weil früher hätte man so einen Weltempfänger gebraucht. Mein Vater hat das noch zu Hause im Keller. So, ich weiß gar nicht, auf welche Welle man dann schalten muss. Dann kannst du da auch irgendwo aus Timbuktu Radio empfangen. Aber das war schon aufwendig im Vergleich. Ah, guck mal, wir haben ja hier aus logistischen Gründen hier noch Video für den Eigenbedarf dabei und dem Belushi geht gerade das Herz auf. Ja, der strahlt, glückselig wie er. Ah, das ist schön. Ja. Belushi. Ist das jetzt eigentlich der Kampf nach Belushi? Ich weiß Belushi. Es doch. Belushi. Belushi. Ja. Jedenfalls wie ein Podcast, der nie endet. Das ist das Radio. Ja. Ach. So wie ein Podcast, der nie endet, weil er immer weiter sendet. Ja, apropos, weil es gerade so gar nicht passt, ich habe hier auch noch ein neues Bier gereicht. Das habe ich mal nicht tatsächlich in Portugal, aber im portugiesischen Shop. Den gibt es da in der Nähe von Kerpen. Gibt es einen sehr guten portugiesischen Supermarkt. Und es ist also sehr schade, DJ Belushi, dass du jetzt nicht dabei bist. Xarli, mit so einer Krähe da irgendwie drauf, Cerveza, ja. Ein leicht bekömmliches, nicht besonders schweres portugiesisches Bierchen, was ich noch nie getrunken habe. Es gibt ja eigentlich immer nur Superbock und noch dieses andere. Danke. Ja, genau, danke schön. Und das ist neu, das haben die da in dem Supermarkt. Also ich glaube, das macht im Sommer vor allem Bock. Jetzt wollte ich mal den Prollo fragen, was hier eigentlich mit deinen Samples ist. Ja, spiel ab. Such dir was aus. Es ist wie spiel dabei ab? Das war einfach jetzt so willkürlich einzuschreuen. Ich habe willkürlich Radio durchforstet. Radio durchforstet. Mit der Hand auf der Kassette. Achso, vielleicht das noch. Romantik, Radioromantik. Ja, 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 ja. Wir alle haben doch den Finger auf der Pausentaste gehabt in den 80er Jahren, wenn irgendwie, ich habe immer SWR 3 Maxi-Mix mit Elmar Hörig. Da hatte ich immer den Finger und wollte die Maxis. Und wie ätzend ist das, wenn der Sack am Ende ins Outro gelabert hat? Ja, das war hier die neue Maxi. Du hast 6,5 Minuten da gesessen, damit das auf der Kassette sauber im Anschluss ist. Und dann quatscht er dir die letzten 10 Sekunden voll. Ganz schlimm. Ja, das kenne ich aber auch noch. Also das Mitschneiden quasi und da Tapes machen und sowas. Das war ja alles noch vor Spotify und Co. Und wo man sich noch hart erarbeiten musste. Ein Aufwand war, an so ein Lied zu kommen. Ja. Wenn du das einmal rein komplett, also möglichst komplett sauber rein, sauber raus auf eine Kassette kopiert hattest aus dem Radio. Das war ein Erfolgserlebnis. In der Tat. Und dann Doppelkassettendeck und Doppelkassettendeck und dann Mixtapes zusammenschneiden. Ja, genau. Dann hast du es natürlich, ne? Dann hast du es und Forever Young. Ja.
Unglaublich geil. Ich bin froh, dass ich Teil dieser Generation noch sein durfte, tatsächlich. Das ist aber ein schöner Übergang, also wenn sich jetzt die Prollos-Soundschnipsel da jetzt gar nicht irgendwie unterwandern. Das ist noch so ein, gibt es denn von euch irgendwelche Musiktitel, die das Thema Radio in habt ihr da irgendwie spontan? Radio Gaga habe ich aus lizenzrechtlichen Gründen jetzt nicht auf die, okay. Auf die Dinger gebracht. Also das von Queen, ne? Ja. Genau, das kennt jetzt jeder. Hat noch jemand eine Idee, was ist noch so? Video Killed the Radio Star. Ja, oh, ganz schön, von The Buggles, ne? Genau. Ja. Wer hat denn noch was, also es gibt, wer hat denn noch so ein bisschen was zum Thema Radio oder Songs, die das Thema Radio in die, ins Zentrum stellen? Ach, was war das? Von den Radio Ärzten, Orchid. Radio, von Radio Orchid, sehr gut, von? Ja. Fury in the Slaughterhouse. Ganz stark, genau. Ja. Ich quatsche immer dazwischen. Ja, das ich finde, das ist jetzt Radio brennt freies. Von den Ärzten, erwähnte ich das bereits. Radio brennt ganz stark. Ja, ja, genau. Ja, ich dafür, ja. Also ich habe hier eine Liste mit 100 Songs, die das Thema Radio quasi im Titel oder im Song verarbeiten. Und da ist, es gibt ja auch eine Band, die heißt Radiohead. Radiohead, genau, sehr schön. Radiohead, ja. Yes. Radiohead. Ja, genau. Ich sag's nochmal, Radiohead. Nö. Und da habe ich sehr schön, also ihr seid Sekte. Bei den Songs ziemlich weit vorne. Also Queen ist hier auf Platz 2 mit Radio Gaga. Die Ärzte Radio brennt auf Platz 3, also auch ganz vorne dabei. Oh, jetzt brauchen wir noch die 1. The Buggles mit Video Killed the Radio Star ist tatsächlich auf Platz 5, also auch sehr weit vorne. Und Fury in the Slaughterhouse war zumindest Platz 19 mit Radio Orchid. Genau, es gibt von Rammstein noch ein neues, relativ neues Lied, Radio heißt das, das ist hier auch noch relativ weit vorne. Von Donna Summer gibt es On the Radio. Dann haben sie hier noch, was könnte man denn noch kennen, von Rush gibt es natürlich das Song Spirit of Radio. Da wird ja auch quasi der Geist des Radios oder diese Idee dahinter besungen. Dann ja, gibt's von Talking Heads gibt's einen Song Radiohead. Also hier sind 100 Songs gelistet. Ich will die jetzt auch gar nicht alle runterleiern. Aber die Nummer 1 hast du noch nicht Nummer verraten. Nummer 1 habe ich noch nicht genannt. Noch nicht verraten. Also das Wort Radio ist nicht im Titel drin. Es ist was anderes, was aber sehr dicht dran ist. Aber nicht Aha. Nee. Die haben noch irgendwie TV, Sun Always Shines on TV. Maybe also the Radio. Rodeo. Was gibt's denn, was so ähnlich klingt wie Radio? Das ist ein anderes Wort. Also es klingt nicht ähnlich wie Radio, ist ein anderes Wort, aber es ist was. Also, was ist denn diese? Also, wie kommt denn das eine zum anderen? Das Funk. Eine Funk. Ja. Und das ist ein nicht Funk, es ist eine Antenne. Welle. Ja, also auf Deutsch würde man Übertragung sagen. Das ist aber ein englischer Titel. Broadcast. Ja. Soll ich sagen, es ist der Song. Sag mal nur die Band. Die Band erstmal. Die Band ist Joy Division. Joy Division, ja, ach. Hier diese Radiomusik von damals, ne? Nein, Joy Division. Die Manchester. Hatten, genau. Transmission. Transmission, das? Echt? Das haben die hier als quasi. Aber hier, Kraftwerk, die haben bestimmt auch irgendwas mit Radio. Die haben Radioaktivität, haben die ein Lied. Radioaktivität. Aber das solltest du dir besser nicht ins Haus holen. Also ich finde es sehr schön, ist auch noch Queens of the Stone Age, die sagen nämlich, God is in the radio. Also insofern, die machen da gar keine Kompromisse. Und was haben wir denn noch so? Also es ist eine ganz putzige Liste irgendwie mit wirklich wildem Kram. Gibt auch von Nelly Furtado einen Song Shit on the Radio. Auch schön. Besser als Shit on the TV. Ja, genau. Genau, von ZZ Top haben sie noch was. Heard it on the X. Also so Sachen, die es dann ein bisschen breiter angehen quasi. Also sehr schön, aber es wird dann auch, die Liste wird dann auch dabei sein und es ist dann auch tatsächlich eine Spotify-List dabei, das heißt, man kann sich die ganze Songs auch runterziehen und runterhören. Ich habe natürlich, weil ich so ein schweinecleverer Moderator hier bin, das Shit on TV, auch ein guter Hit von Aha, könnte das sein, nicht umsonst gesagt, denn die Karriere auch von unserem Studiogast hätte aus einem ähnlichen Grund fast auch nicht funktioniert. Auch von ihm habe ich gerade noch zufällig einen Radioschnipsel gefunden.
er hat sich dann trotzdem durchgesetzt, aber der war immer Field-Reporter irgendwo beim MDR und ja, hört euch einfach mal selber. MDR 1 Radio Thüringen, der Redakteur. Mit der Frage von Regina Kühn aus Manebach. Warum passt der kostenpflichtige Universalschlüssel für Behindertentoiletten nicht auf allen Autobahnrastplätzen? Willi Wild ist unser Redakteur. Was hast du rausbekommen? Willi Wild. Ich habe ja heute Morgen schon erklärt, dass das etwas erklärungsbedürftig ist. Also, dass hier eine Firma ausgerechnet aus Darmstadt diese Schlüssel für Behindertentoiletten auf Rastplätzen anbietet. Ja, gut. Witz beiseite. Also, dazu gibt es eine Karte, auf der alle Rastplätze eingezeichnet sind. Das ist schon eine Recherche, die mal richtig in die Tiefe geht. Okay, ich dachte ja bislang, die wären sowieso geöffnet, die Toiletten. Scheinbar nicht. Willi, jetzt müssen wir uns hier mal kurz zusammenreißen. Ja. Den Gag hast du mitgebracht, jetzt musst du da durch. Also, tut mir leid. Ja, also, was willst du nun tun? Also erstmal will ich bei der Firma anrufen. Sagen noch einer, die Arbeit macht keinen Spaß, ne? So ist es ja. Willi, komm, genau, los. Also, die haben, die behaupten zumindest im Internet, der Schlüssel passt überall und er tut's eben nicht. Ich würde sagen, wir vertagen das Ganze. Ja, auf den also, Vormittag. Mehr dazu am Vormittag. Natürlich war es Vormittag zu hören. Ein Tag, ein Thema. Ja, MDR 1 Radio Thüringen. Der Redakteur. Ja, der Redakteur. Das war doch dein Job und du hast es dann trotzdem noch irgendwie ins Ziel geschafft, mein lieber DJ. Ja, wobei es gab, man hat ja auch so, gerade wenn man auch Live-Publikum dabei hat oder so Hörende interviewt, manche schaffen es ja dann sogar, seriös zu bleiben, trotz dem, was sie da aufgetischt bekommen. Ja, wie das hier. Sie wünschen sich einen Hund? Ich mag eher die Vögelei. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Da war so. Der Prollo wieder im Radio unterwegs. Also, wir haben noch so ein paar von diesen Radiopannen und Radioschnipseln dabei. Mal schauen, ob wir die noch eingestreut bekommen. Aber ich glaube, jetzt haben wir unser aller Frühwerk hier einmal zum Besten gegeben. Ah, eigentlich gar nicht witzig mit Darmstadt, ne? Der Witz kommt wahrscheinlich immer wieder, muss aber die, mal, der Typ. Muss man erstmal verdauen, den Witz. Also das ist, ja, genau. So, jetzt schaue ich mal in die Runde. Ich würde ganz gerne noch mal eine Frage stellen. Das geht jetzt auch nochmal in die Musikschiene. Sorry, wir haben jetzt eben durch die ganzen, wie soll ich sagen, Fäkalangänge da irgendwie jetzt. Das war was der Song Shit on the Radio. Ja, genau. Den also, Faden verloren. Habt ihr denn noch eine Idee? Ich habe jetzt auch mal einen Betreiber der Musikdatenbank, der DMDB, haben sich mal die Mühe gemacht, wer quasi nach Angaben von zahlreichen Musikunternehmen, welcher Song weltweit am häufigsten im Radio gespielt wurde. Oh. Irgendeine Idee? Bestimmt von den Beatles. Hey Jude. Also, okay, wenn man den allein den Dezember betrachtet, wahrscheinlich Last Christmas. Ja. Oh, auch nicht, auch ein guter Kandidat. Aber fragen wir doch mal den Profi, DJ. Ich überlege, es läuft ja gerade die Hitparade bei SWR 1 und ich glaube. Also nicht aktuell, das ist eher so generell. Also was so in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also was einfach unfassbar oft gedudelt wurde. Ich glaube, Aha und Queen. Apropos Dudeln, hier, da hat irgendjemand in deinem Haus möglicherweise das Radio aufgedreht. Also falls ihr hier Hintergrundberieselung hört, wir zahlen keine GEMA-Rechte. Das ist das Internetradio, was ich über mein Handy steuere. Ich glaube, der Beef, der Beef hat die Playlist abgespielt. Ja. Jetzt ist rum. Sehr geil. Witzig. Wir haben hier seit 10 Minuten so ein Gedudel in der Küche. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das war hat der Beef hier beim Fummeln am Handy einfach mal über die Bluetooth-Box-Radio angemacht. Dittes Radio. Weil ich wollte ja tatsächlich gucken, welches so, also ich wollte einfach noch, ich habe so eine Liste mit Internet-Radiosendern und da hätte ich jetzt quasi dann glänzen können und hätte die so ein bisschen anstieg, aber ist egal. Also der Song. Du warst bei den Beatles jetzt, okay. Ja. Last Christmas, Wham, hatten wir da. Aber jetzt, alle gucken in den Süden Deutschlands. Ich soll es sagen. Ja, ach komm, raus. Wir können alles außer Hochdeutsch. Kann sagen, dass dein Song ist. Smoke on the Water. Ah, von Deep Purple, okay. Also mit den Beatles warst du zumindest nicht dran, wenn es auch der falsche Song war. Yesterday.
ist von den Beatles, der ist aber tatsächlich eher der zweite Platz. Mist. Kommt in dem Fall jetzt nur auf 9 Millionen Übertragungen. Ich nehme an, da bezieht sich. 9 Millionen ist aber auch nicht so viel. Das bezieht sich auch nur auf ein Jahr. Das ist jetzt auch nicht für ewig und 3 Tage. Ja, wobei wir rechnen da, glaube ich, so in, also wenn man Streaming betrachtet, ist man ja schnell in den. Das Streaming ist nochmal mindestens anders. Millionen, ja, ja. Aber wir zählen ja hier nicht die Hörenden, sondern die. Übertragungen über einen Radiosender. Also das tatsächlich. Aber das sind ja 9 Millionen. Wie lang geht das Ding? 2-3 Minuten? Der ist nicht so lang. Ich glaube, das ist so eine 3-Minuten-Nummer. Ist aber nur in dem Fall nur der zweite Platz. Also der erfolgreichste Song war, es ist jetzt auch keine völlig unbekannte Band, The Police, Every Breath You Take. Oh, der ging 11 Millionen Mal über den Äther. Und echt jetzt? Ja, fand ich auch ein bisschen erstaunlich. Es ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr Schmusesong. Ne? Das ist dann irgendwie, geht irgendwie immer. Auch wenn vorher schlechte Nachrichten verbreitet wurden, kann man, glaube ich, Ethel Breath You Take irgendwie senden. Das Witzige ist ja, dass tatsächlich, da sehe ich so den Medien, na nicht Bruch, aber die Gegensätze zu dem, was wir eben bezüglich Berieselung besprochen hatten und TikTok, wo wir eher als mittelalte Menschen hektisch werden. Ja, also gerade in den internetbasierten Medien wird ja eher werden die Klickraten gezählt, ne, und die Interaktionen. Und beim Doodle-Radio ist es ja eher die Wegschaltrate, die man möglichst niedrig halten wollte. Ja, also vom Gedankengang her, das eine Medium muss halt die Leute möglichst aktiv bei der Stange halten. Beim anderen muss man sehen, dass sie so ein bisschen dahin siechen und möglichst nicht den Sender wechseln. Da habe ich gerade eine Frage hier nach Süddeutschland stellen. Stichwort TikTok und Konkurrenz und Wegschalten und so weiter. Habe ich im Radio tatsächlich gehört, wie ein Buchverlag mit der Konkurrenz durch TikTok umgeht und versucht eben auch dort seine Inhalte zu platzieren mit sehr großem Erfolg. Kann ich auch gleich noch erzählen, aber habt ihr sowas bei euch im Sender auch, dass man quasi auch diese weiteren Kanäle nutzt, um Radioinhalte oder zumindest das Image des Senders da irgendwie zu platzieren und dann Leute quasi aus TikTok beispielsweise wieder ins Radio zu locken? Habt ihr so Features, also, die dann speziell für TikTok aufbereitet sind? Oder? Tja, also das gilt weniger fürs Radio als jetzt fürs Fernsehen. Das sind ja auch Sachen, die auch sozusagen optisch funktionieren, aber dass man quasi von linearen Sendungen Auskopplungen macht oder spezielle Videos für TikTok oder für YouTube, das ist ganz klar so. Mhm. Aber das ist tatsächlich eher so ein Fernseh-Bewegtbild-Thema. Das ist weniger ein Thema für Radio. Radio ist eher, ich sag mal, man kombiniert es immer oder versucht sozusagen. Aber dann sind wir schon wieder sehr nah beim Fernsehen. Nee, Radio funktioniert eher über Podcast-Geschichten und so. Aber klar, hatte ich ja eben schon erzählt, versucht man natürlich sozusagen die jungen Leute, die neuen Hörerschaften irgendwie anzusprechen und muss die natürlich da abholen, wo die sind. Ja. Also du sagst gerade selber, Podcast ist das eigentlich das richtige Stichwort, weil das fällt mir auch auf. Ne? So vor ein paar Jahren waren tatsächlich noch viele Inhalte von Leuten, die eigentlich nichts mit einem Radiosendern zu tun hatten. Inzwischen sind die ganzen Podcast-Dienste voll mit hochprofessionell produzierten Inhalten, die dann teilweise auch sogar als Abfallprodukt dann da nochmal über die Podcast-Plattform weggespielt werden, die ich dann noch vorher im Radio höre. Linear werden die versendet und die nennen das dann sogar im Radio Podcast und sagen, hier im Übrigen könnt ihr uns bei Spotify, Apple und so weiter überall folgen. Und da bin ich immer ein bisschen, ja, neidisch oder sogar sauer, dass ich denke so, boah, das ist eine Konkurrenz, gegen die kommst du natürlich nicht an. Also ich habe vor vielen Jahren ja Fußball-Podcasts auch gemacht und hatte da auch wirklich Spaß dran. Und dann sind eigentlich danach so auch von WDR2 und andere, die sind dann auch immer mehr, es gab da auch vorher schon Fußball-Podcasts, aber da sind eben auch die Radio-Typen, die samstags die Bundesliga moderieren, haben dann auch noch ihren eigenen persönlichen Podcast mit Unterstützung des Senders aufgemacht. Ja. Und das ist natürlich auch sehr, sehr geil, was sie da machen, also völlig klar. Aber da denkst du auch, ey, da kannst du nicht anstinken. Ne? Da ist so dieser Gedanken des kleinen Piraten-Podcasts quasi schon wieder dahin, so ein bisschen. Eine Sekte. Ja, wobei ich finde, eine Chance gibt es natürlich. Ich meine, es gibt ja auch einen Haufen an privaten Podcasts. Also ich selber höre tatsächlich zum Einschlafen gern diesen
Einschlaf-Podcast von Tobi Bayer. Mhm. Und das ist ein reiner Privatmann. Der arbeitet bei einer IT-Firma in Hamburg und hat sich irgendwann hingesetzt und hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und erzählt halt sozusagen, der hat eine sehr, sehr tolle Stimme. Der erzählt wirklich was auch völlig, also was über St. Pauli erzählt er sehr gerne und so, aber ansonsten. Oh, ich gehe ja wieder bei so einer. Nein, aber der hat einfach ein sehr entspanntes Leben und erzählt darüber und liest dann am Ende noch ein bisschen vor. Und also ich finde, das Gute ist, man ist ja sozusagen erstmal auf dem freien Markt und man hat eine Chance. Dass natürlich dann die Großen irgendwann, also es hat ja lange gedauert, bis die Öffentlich-Rechtlichen auf die Idee gekommen sind, die PS und die Ferraris. Genau das meine ich. Die haben echt lange auf sich warten lassen und als sie die Power, die die natürlich haben, allein die Produktionspower erkannt haben. Ja, und die werbliche Reichweite. Wenn die das natürlich über ihre Sender laufen lassen, über die Hauptkanäle, jetzt mal hier in Nordrhein-Westfalen halt über WDR 2 und 1 Live, was weiß ich, da erreichst du natürlich auch viele Leute, die dann da irgendwie hängen bleiben. Das ist natürlich das so. Stimmt. Klar, wobei wir auch schon Podcast-Projekte versenkt haben. Also auch wir haben sozusagen Sachen aus der Taufe gehoben, die halt nicht so funktioniert haben, wo man halt auch mit relativ viel Geld versucht hat, Sachen zu produzieren und es einfach nicht funktioniert hat. Weil natürlich du musst, das ist ja das Problem, was ihr in Teilen, habe ich im Vorgespräch so ein bisschen gehört, rausgehört auch habt, wie kriegst du sozusagen Hörer, wie kriegst du neue Hörer? Also wie pflanzt sich das fort? Und das ist gar nicht so banal, da sozusagen auf der grünen Wiese einen Podcast anzubieten, der mag so toll gemacht sein, wie er ist, aber dann sendest du ja erstmal nur für dich. Ja. Und dann, um Leute zu kriegen und dass sich das dann fortpflanzt, wie so eine Graswurzelbewegung und immer mehr und mehr und größer wird, das ist eine Kunst. Ich glaube, da gibt es auch ehrlicherweise gibt's keine Geheimformel. Es gibt natürlich ein Erfolgsrezept, was ich immer wieder feststelle. Du kannst einfach irgendwo, sagen wir mal, ein YouTuber sein mit 3 Millionen Followern und dich dann entschließen, einmal in der Woche dich auch noch da vor ein Mikro zu setzen und einfach so von dem Dünnpfiff, also den typischen Laber-Podcast, wie wir den ja eigentlich auch machen, anzubieten. Und der reüssiert erstaunlich gut nach meiner Wahrnehmung, einfach weil die Verbreitung da ist. Du hast halt die Plattform. Und da das ist vielleicht die Chance bei den Radiosendern, dass sie das zumindest nutzen. Und ich muss auch fairerweise sagen, viele dieser Podcasts sind einfach auch super gemacht. Das ist halt Radio zum Mitnehmen. Dann so ein bisschen. Das ist top. Also gerade unter Informationsgesichtspunkten höre ich mir die total gerne an. Ich höre gerade so einen Podcast über, das nennt sich Grenzgänger. Ich weiß gar nicht von wem. Wahrscheinlich Berlin, Radio Berlin oder so Unterstützung. Wie heißt der, Mark? Irgendwas, so ein Engländer aus Manchester, der in den 80ern nach Berlin gegangen ist und da wirklich die Musikszene mitgestaltet hat. Mark Reeder, genau. Die hat die Toten Hosen nach Ost-Berlin geholt und solche Sachen. Total geiler Typ. Joy Division hat der verholfen, dass sie halt in Berlin auftreten. Es war ein Kumpel, der Sänger. Das ist ein super Format. Und da gibt es auch, und das kann ich vielleicht jetzt ganz kurz einstreuen, weil ich es eben angekündigt habe, 2 Podcast-Formate zum Radiojubiläum, die ich gerne empfehlen möchte. Die ich wirklich toll finde, auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Zum einen Radio macht Geschichte, ich glaube 15-teilige Sendung. Darüber bin ich tatsächlich auf dieses Jubiläum aufmerksam geworden. Das gibt es halt in allen Podcast-Formaten, aber auch in der ARD-Audiothek. So über genau die Genese von Radio in Deutschland und so weiter. Und dann gibt es ein Format 100 aus 100, das wird quasi jede Woche eine Folge veröffentlicht, sind jetzt 4, 5 Folgen raus, mit 100 Hörspielklassikern, also Radio-Hörspielklassikern, wo eben auch Krieg der Welten eins davon ist. Das ist schon veröffentlicht worden. Total geil. Also wäre doch mal so auch diese Faszination dessen, was Radio alles kann, mit Hörbuch, ja im Endeffekt, ne, was wir heute alle kennen, nachvollziehen will. Die haben da ein paar richtige Klassiker einfach in ihrer Mediathek zum Download. Also das wollte ich schon noch gesagt haben, packen wir auch in die Shownotes. Und apropos, Radiohörspiel hat im Januar 100-jähriges Jubiläum. Das erste Radiohörspiel wurde im Januar 1924 geschickt. Also können wir gleich nochmal über Hörspiel reden. 3 Fragezeichen und Co.
Okay, wir haben längst den Zenit überschritten dieser Sendung. Ich muss mal hier gucken, was wir noch, also hier steht noch Bier. Ja. Dreh dich nicht so weg, das wird noch getrunken, Prollo. Du hast das mitgebracht. Blond Bier. Ich habe aus meinem kleinen Frankreich-Aufenthalt ein bisschen was mitgebracht. Das sind drei verschiedene Sorten, da könnt ihr euch gerne was von aussuchen. Was die gemeinsam haben, ist da, dass da La Grenouille Assoiffée draufsteht. Und wie man am Bild schon erkennen mag, das ein heißt Frosch. Übersetzt besoffener Frosch. Und also ich würde gerne so das Blond halt nehmen. Ich bin ja so ein Blond-Fan. Dann haben wir hier noch ein braunes und ein Ombre. Ich halte das mal in die Kamera für was den, du lieber willst, mir ist egal. Für den DJ. Ich kenne alle beide nicht, insofern bin ich da offen. Oh, der besoffene Frosch. Für alle anderen, klickt in die Shownotes, da seht ihr das Foto, wie immer, was wir gleich noch aufnehmen. Und du hast noch ein Stuttgarter Hofbräu, oder wie das heißt? Hofbräu, aber es ist fast am Ende, muss ich gestehen. Was denn da los? Schlecht vorbereitet, mein Lieber. wir senden jetzt noch ein, zwei Stunden, also ich hoffe, du hast noch ein zweites. Das ist Radio. Ja. Ja, das ist Radio. Geheimnis, dass wir den Gästen nie verraten, ist gar kein Podcast hier, das ist Radio. Wir sind eine Dauerwerbesendung. 24 Stunden. Wir sind live. Vielleicht sollten wir wirklich mal über den Internetradiosender nachdenken. Also irgendwie. Es ist geil. Finde ich ja schon mal spannend. Ist schon geil. So, jetzt gucke ich mal, wer hat noch was angeteasert, also was noch nicht ausgelöst? Angeteasert, ich habe noch so eine quasi, weil das Sommer jetzt ja sich verabschieden musste, hätte ich noch so einen kleinen Quickie zum Raushauen. Okay, dann hebt ihr den auf, dann mache ich gerade die Zukunft des Radios noch dicht, weil das wäre nochmal ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Unseren Studiogast dazu natürlich zu befragen, weil ich vermute, er kennt das, dieser Sender, der das macht, kommt nämlich aus Mannem, also auch süddeutscher Raum. Man kennt ihn bisher unter dem Namen Big FM und Big FM hat im August, am 8.8. um es genau zu nehmen, am 8.8. dieses Jahres das erste reine KI-Radio gestartet. Also KI, die Zukunft des Radios oder KI, die Zukunft der Welt oder auch der Untergang, man weiß es ja nicht, die Grenzen sind fließend, aber Big GPT, also so wie ChatGPT, ist es Big GPT, ist an den Start gegangen. Ich habe es tatsächlich auch mal gehört mit Big Layla und jetzt haltet euch fest, geiler Typ, Big Ben. Ist natürlich der Co-Moderator, wobei Big Layla nach meiner Recherche schon geiler ist. Das sind halt Charaktere, die sozusagen gepromptet sind. Nein, aus einem Grund, ich löse auch nicht, weil es eine Frau ist. Die sind ja gepromptet. Wir sind ja schon einen Denkschritt voraus. Und zwei Niveaustufen drunter. Die ist, glaube ich, auch schöner und jünger. Ja, genau. Und geiler. Und was für sie spricht, ist der Charakter Big Layla, so wie er gepromptet ist, also mit den Eingaben, die du in die KI machst, was sie dann sozusagen vermenschlichen soll. Big Layla mag Bier. Und ich fand, das ist eigentlich ziemlich geil. Eigentlich müssten wir die hier mal einladen demnächst, weil Big Layla so in dem, wie sie charakterisiert wird von ihren Schöpfern, mag eben Bier. Aber wie machen die das eigentlich? Das wollte ich nur ganz kurz sagen und vielleicht den DJ hier mal fragen, was er davon jetzt hält. Also es gibt eine KI, die durchforstet die sozialen Medien jeden Tag, crawlt da sozusagen durch und guckt, was da so abgeht und generiert dann aus diesen sozialen Medien Radiobeiträge automatisch. Schreibt die sich quasi selber. Und dann gibt es aber schon noch ein menschliches viertes und drittes Auge, was dann nochmal da drauf guckt und sagt, okay, echte Redakteure vom Schlag eines DJ Belushi schauen dann da nochmal drauf und sagen, okay, das geht nicht, das ist vielleicht auch qualitativ ein bisschen minderwertig und sortieren das dann nochmal ein bisschen. Aber sozusagen der Impuls kommt von der KI und dann geht das eben weiter. Das wird dann sozusagen weiter an eine Sprach-KI gegeben, Big Layla und Big Ben eben, die dann halt mit bewusst auch leicht künstlichen Stimmen eben sprechen. Man könnte das auch sehr menschlich machen inzwischen, aber die haben so einen leicht technoiden Sound. Hört euch das vielleicht einfach mal an. Ja. Und auch die ganze Musik, die da gespielt wird, ist KI-generierte Musik.
Ich glaube auch viel der Sendetechnik, die dahinter steckt, also der Automatismen, der Abläufe, die so ein Radiosender natürlich immer hat. Ich habe früher beim Phoenix-Sender gearbeitet, da habe ich mal Ablaufpläne noch kopiert, ganz normal auf dem Kopierer in verschiedenen Farben und habe die in die unterschiedlichen Stationen vom Chef vom Dienst bis hin zum Schnitt und die Maske, da habe ich immer diese Ablaufpläne gebracht. Das macht natürlich die KI alles automatisch und schiebt die einzelnen Features da, sortiert die da rein. Und so weiter. Also die behaupten, jeder Produktionsschritt, den du wahrscheinlich sehr gut kennst, ist dort automatisiert durch eine KI, aber eben dort, wo es drauf ankommt, mit dem Vier-Augen-Prinzip. Was hältst du von sowas? Also hast du das mitbekommen, dass da Big GPT an den Start gegangen ist? Das war ja auch in den Medien ein großes Thema. Also ich habe ganz viel gefunden. Den Beitrag, den ich habe, ist jetzt von einem Qualitätsblatt namens Media mit 2 E. Habe ich noch nie gelesen. Aber ich wollte auch nicht die Pressemitteilung von Big FM abschreiben. Deswegen habe ich mich für die entschieden. Aber das haben die dann gemacht. Das haben die dann gemacht für mich, genau. Also ich glaube allerdings, bevor die ganzen Bots tatsächlich in der Wirtschaftsredaktion richtig ankommen, da brauchst du noch ein bisschen Vorarbeit. Nee, aber ist das etwas, über das gesprochen wird unter Kollegen? Also man liest ja oft, die nehmen uns die Jobs weg, überall in verschiedenen Branchen. Und wenn jetzt da so ein Radiosender wirklich damit Programm macht, natürlich ist nicht Mainstream, aber ist ja ein Zeichen. Nein, das ist definitiv, ist es ein Thema. Und ich meine, Wirtschaft, Geschäftsberichte analysieren, das ist was möglicherweise eine KI schneller kann. Ich glaube, der Daimler-Geschäftsbericht, der letzte, hatte 150, 200 Seiten. Du kriegst im Redaktionsalltag vielleicht eine Stunde oder zwei früher, als dass der veröffentlicht ist und musst dann sozusagen in den 2 Stunden, sagen wir, der hat einen Zeitpunkt 10 Uhr, dann hast du sozusagen 2 Stunden Zeit, diese 200 Seiten durchzuforsten, um dann für 10 Uhr die Nachrichtenminute zu machen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das sind, glaube ich, in Teilen Sachen, die kann der KI schon gut. Auf der anderen Seite ist es immer für mich so eine Art von Grusel, weil ich meine, Radio ist ja was, das haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja was sehr Menschliches. Und das wird für Menschen gemacht. Und ich habe immer so ein bisschen für mich das Gefühl, wenn das eine KI macht, dann ist das so ein totes Produkt. Also ich meine, sendet dann die KI für die KI, also sind dann auf der anderen Seite als Empfängende auch irgendwie, ich weiß es nicht, ich mag, wenn es menschelt und die KI wird sicherlich immer besser und in Teilen auch empathischer, trotzdem halte ich es für was Künstliches, aber da bin ich zu sehr Kind der 70er, der 80er, als dass ich mir das vorstellen kann, also es ist vielleicht ein bisschen mein blinder Fleck, es macht mir in Teilen Sorge, aber natürlich überlegen auch wir oder vom Haus her, wie man das strategisch einpflegen kann und nutzen kann. Ich glaube, was die Kollegen von Big FM dann gemacht haben, dass sie sagen, da ist aber immer noch ein Redakteur, ja, klar, der das Ganze filtert und gegenliest. Also ich glaube, diese menschliche Absicherung und so muss da sein. Also von daher, das Thema ist da, das ist wie wenn du das Ding einmal aus der Kiste rausgelassen hast, das geht nicht mehr zurück, aber man muss es dann halt einfach sinnvoll und intelligent nutzen und steuern und ja, für deine Zwecke dann nutzen auch, ja. Aber trotzdem ist mir das Ganze trotzdem so ein bisschen zu künstlich und zu unmenschlich ein Stück weit, ja. Ja, du hast ja auch gesagt, so unmenschlich, wenn dann eine KI alles perfekt macht, dann kommen ja solche Sachen hier gar nicht mehr zustande. Eine Explosion auf einer Entschuldigung, so etwas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich kann das Wort Ölbohrinsel nicht aussprechen. Dankeschön. Vielleicht mal ein kleiner Test, dass wir alles Menschen sind. Könnt ihr Ölbohrinsel sagen? 1, 2, 3. Oder auch der hier war auch sehr schön. Freiburg-Wolfsburg 3:2, Frankfurt-Stuttgart 0:2 und Bochum-Köln 4:0. Die Zeit, es ist 0:3. Was jetzt hier leider weggeschnitten wurde, ist das Geseiere, was dann hinten noch drankommt. Wirklich herrlich.
Und einen letzten möchte ich euch auch noch mit ins Bett geben, weil das ist gar nicht falsch gesagt, aber das ist so wie, gab es im Fernsehen, im ZDF mal so eine Radioansage, das war die Reportage, das schwarze Loch und im Anschluss sehen sie Mainz, wie es singt und lacht. Hat es wohl wirklich gegeben, ich habe es bis heute nicht gefunden. Ich habe es gesehen. Ich hab's du hast es gesehen, aber ich kenne es auch. Ich bürge auch dafür, aber ich habe es leider nie wieder gefunden, dass ich es mal hier irgendwann hier mitnehmen kann. Aber das hier ist mindestens genauso gut. Konklave wählt Kardinal Ratzinger zum neuen Papst. Teufel reicht Rücktrittsgesuch ein. Der Teufel war doch auch Ministerpräsident, ja. War der nicht von Baden-Württemberg? Baden-Württemberg, ja. Also bei solchen, ja. Bei solchen Dingen habe ich ja tatsächlich manchmal auch so ein bisschen den Praktikanten in Verdacht, der dann vielleicht sich schon einen Ast lacht, wenn er den Text vorbereitet. Ja. Ja, oder den Redakteur, ja. Der sagt, Mensch, hier habe ich jetzt mal eine Gelegenheit, das kann ich mal ziemlich geil gegeneinander stellen. Hast du sowas schon mal gemacht, so einen kleinen Sprachwitz da eingebaut für andere? Also schreibst du auch als Redakteur für andere dann Sachen oder sprichst du die überwiegend selber? Nein, tatsächlich ist es so, dass ich meine Texte selber spreche. Ich habe auch schon mal Sendestrecken für andere vorbereitet, aber es ist immer, Humor ist ein schwieriges Feld und das sozusagen ist eine hohe Kunst, das zu machen. Und da muss ich sagen, da bin ich eher trocken, nüchtern unterwegs. Das ist nicht so mein Steckenpferd. Das wundert mich eigentlich, weil ich habe ja den, als wir über dich als potenziellen Studiogast für diese Sendung sprachen, habe ich, meine Sammer und ich, wir kennen dich ja noch aus Studienzeiten, gesagt, das ist ein total lustiger Typ. Der ist wirklich, also du hast zumindest bei mir dieses Image, dass du extrem lustig und extrem unterhaltsam bist, sehr erfolgreich in der Studienzeit verteidigt, muss man schon sagen. Das bist du, glaube ich, auch von Herzen. Ja, aber du grüllst ja auch nicht über den Gang im Büro. Ja. Das stimmt, ja. Dass die Leute doch nur arbeiten. Stimmt, wir arbeiten ja auch zusammen. Ja, so ist es. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir den kleinen Quickie stellvertretend Herr Beef statt Herr Sammer, den wir nochmal alles Gute wünschen, natürlich gute Genesung. Für dich, Quickie ist eigentlich immer so die Primetime von Sammer. Der sitzt hier immer so triefnäsig anderthalb Stunden rum und hat seinen großen Moment 2 Minuten vor Schluss mit dem Quickie. Genau, der bei ihm auch nicht immer ein Quickie ist, sondern gerne auch mal 5 Minuten dauert. Aber Bis er die Überschrift fertig vorgelesen hat. Genau. Bisschen Sommer-Bashing muss sein, wenn er nicht da ist. Aber das war schon früher so. Ja, kennst du noch, ne? Er hat schon dieses Langatmige, hat er schon. Jetzt, wir testen einfach mal, ob man die Sendung bis zum Ende hört. Ja. Genau. Dann hat Olli die Entdeckung der Langsamkeit. Das ist doch mal ein Buch. Sehr schön, ja. Habe ich ihm, glaube ich, mal geschenkt. Ja, okay. Ja, mein Thema, da will ich jetzt hier anwesenden Radioredakteuren, die auch Sendungen und Texte vorbereiten und über den Äther jagen, überhaupt keinen Druck erzeugen. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir jemals Kontakt zu intelligenten Lebensformen außerhalb der Erde aufnehmen, dann wird das wahrscheinlich über ein Radiosignal erfolgen. Das ist der wesentliche Punkt, weil die Funkwellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und eben auch ins Weltall strahlen und in jedem Jahr, dass ein Signal unterwegs ist, entfernt es sich ein Lichtjahr von der Erde. Das heißt, das Signal einer 80 Jahre alten Radiosendung ist inzwischen zwar deutlich schwächer, aber es könnte theoretisch noch bei dem jetzt in hier im Beispiel genannten 80 Lichtjahre entfernten Stern Regulus empfangen werden. Das heißt, die Beiträge müssen sauber sein, dass da wirklich, also auch in Aliens, dass die drauf anspringen, dass da kein Scheiß drin steht. Ja, wenn die das von Orson Welles gehört haben, dann denken sie ja, da waren die Klingonen schon. Die waren schon, die Nachbarn waren schon da. Ist schon irgendwie rasiert. Die Nachbarn haben schon übernommen. Ja, ist natürlich auch, auch sehr schön, wenn das Erste, was sie dann hören, das hier ist, ne? Achtung. So, das ist jetzt 100 Lichtjahre gerade schon gewandert. Also das, was jetzt raus ist, ist ja quasi am Stern Regulus erst in 80 Jahren. Also insofern haben wir im Prinzip, kümmert es uns dann wahrscheinlich nicht mehr. Wieso, ist doch schon vor 80, also das, was ich jetzt raus... Ja, ja. Nein, aber also vor 100 Jahren wurde ja Achtung, Achtung, ja, das ist auf jetzt die Reise da, geschickt. Also Achtung, Achtung ist da.
Aber das fand ich ganz spannend. Also ja, wie gesagt, cool. Ich habe jetzt keine Ahnung von Physik, aber das ist tatsächlich ein schönes Thema, wo ich sage, okay, Dinge sind doch lang unterwegs und gerade wenn man dann eine große Reichweite hat und das ist ja was, da kann man ja gegenüber einem Fernsehen oder so mal lockerflockig punkten oder gegenüber TikTok. Also sag mal, hat TikTok 80 Millionen Lichtjahre oder 80 Lichtjahre Reichweite im Leben? Und ich halte mal fest, wenn ich jetzt ganz genau aufgepasst habe, dann heißt das doch, eine Radiowelle wandert oder travelt genauso schnell wie das Licht. Mhm. Wenn ein Lichtjahr genauso, also ne, dann ist es doch korrespondiert das doch miteinander. Das heißt, das Radio ist quasi in Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das ist doch ein cooler Slogan, oder? Also das ist Informationen in Lichtgeschwindigkeit. Also wenn ein größerer öffentlich-rechtlicher Sender im süddeutschen Raum da Interesse dran hätte, könnten wir über den Preis gerne sprechen. Ja, also genau. Wir machen nebenbei auch Marketing und Content Placement und sowieso darfst du das auch über alle Senderkanäle verbreiten. Ich hoffe, dass wir diese Folge demnächst in der ARD Audiothek wiederfinden. Ja, wir würden Radio Special. Wir würden den Slot donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr nehmen. Das wäre okay. Also den Sendeslot würden wir nehmen, das wäre völlig im Rahmen. Genau. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind sehr gut. Ja. Wir sind Fans. Wir sind große Fans. Toll, das ist ganz toll. Viel besser als privat. Ja. Und sowieso, TikTok ist doof. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir beschließen diese schöne kleine Piratenradiosendung mit einer letzten Sternstunde des Radios, an dem man auch nicht vorbeikommt, wenn man sich jetzt mit 100 Jahren Radio beschäftigt und ihr alle wisst, worum es geht, um dieses hier. 6 Minuten noch. Bankdorf-Stadion in Bern. Schäfer nach innen geschlagen, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund mit Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben. Genau. Das ist für dich, lieber Prollo, auch Fußballleien sollten ein Herz haben. Was soll ich dazu sagen? Wir sind der Podcast mit Herz, der in Lichtgeschwindigkeit sendet, wenn wir ein Radiosignal aussenden würden. Und ja, dir, lieber DJ Belushi, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme hier aus dem süddeutschen Raum. Es war echt ein Vergnügen. Komm mal wieder, irgendwann müssen wir mal so ein, wenn wir 100, das ist die 87. Folge, wenn wir die 100. machen, laden wir alle unsere Studiogäste am besten einmal ein und machen so eine riesen Zoom-Konferenz oder so. Das wäre bestimmt ganz witzig. Dann machen, rekapitulieren wir einfach mal 100 Folgen voll und in die Presse. Und wir verschicken vorher irgendwie Bier oder sowas. Das also jeder auch dann vorbereitet. Ja, gut. Genau, das war früher immer so das Ding, die Leute in die Sendung zu bekommen. Es gibt doch Bier. Das musstest du dir heute selber besorgen, aber vielleicht kriegen wir das ja für die 100. hin. Also hab herzlichen Dank für die tollen Beiträge und schöne Grüße noch Richtung Stuttgart. Sehr gerne. Jungs. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.